Wie bin ich gerade offline? Warum? Doch, nee, da kommt was. Könnt ihr mich sehen? Dann schreibt mal bitte was in den Chat. Ansonsten muss ich neu starten. Könnt ihr uns sehen und hören? Also mich. Noch, die anderen sind ja noch nicht da. Kagrim sieht mich, das ist das Wichtigste. Perfekt, gut. Kleines Problem vorher gehabt. Gut, dann funktioniert ja alles. Gut. Also, wie gesagt, wir spielen eine Runde DSA 5, die Klingen der Nacht, welches oben in der Bernsteinbucht spielt. Für alle, die das Ganze noch nicht so richtig kennen. Wo wir uns gleich bewegen werden. Ich hoffe, es klappt auch, dass ich eine Karte einblende. Hier von der wundervollen Seite avispfade.de. Da gibt es nämlich hier so eine schöne Routenplanerkarte. Hier gibt die ganze Aventurien. Hier ist der Reichsforst, der Neunaugensee. Und hier oben ist der Golf von Riva. Das ist schon ziemlich weit nördlich, aber wir gehen noch weiter in den Norden, hier in die Bernsteinbucht hinein. Zoomen einmal rein. Und noch sind wir irgendwo hier zwischen Kela und Frisov. Am Laufe des Flusses entlang führt eine kleine Straße, auf der sich unsere Helden gerade befinden. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum Leopard in 202 heute nicht dabei ist, da hat die Arbeit ganz schwer zugeschlagen. Die muss noch am Schreibtisch sitzen, schwitzend und über Texten brütend. Also drückt ihr die Daumen, dass sie da schnell fertig wird. Die müssen wir leider heute einmal auslassen. Aber ist ja das Startabenteuer, da geht das noch ganz gut. Ja, ich spiele auch nicht ganz alleine. Ich spiele diese Runde als Vertretungsrunde für die Cyan-Runde, die erstmal auf Eis gelegt ist, solange wie Bugfish noch mit ihrem Nachwuchs kämpft und bis dann der Nachwuchs erlaubt, dass die Mama auch abends wieder mit ihren Freunden spielen darf. So lange, ja, spielen wir in dieser Runde eine Vertretungsrunde quasi. Okay, also ich spiele nicht alleine, wir spielen mit Feda als Ikayu, eine nivesische Streunerin. Und wenn ich es Und irgendwie Hund. hinkriege, da ist sie. Mit Hund. Mit Ich bin Hund, nicht genau. alleine, ich habe einen Hund. Ja, wie heißt denn der Der Hund? sehr groß ist und struppig. Liska. Niska. Ja. Groß und struppig, geht mir bis zur Hüfte und ist wahrscheinlich ein Schisshase. Wer weiß, wir werden es erleben, ob er ein Schisshase ist. Ja. Dann haben wir den guten Pölle als Goswin. Ja, er spielt einen halbelfischen Magier aus Lohwangen und ist damit derjenige, der am weitesten weg von seiner Heimat ist in dieser Runde. Obwohl man weiß es noch nicht, vielleicht auch die Stammeskriegerin, die heute ja noch nicht vertreten ist, aber heute bist du derjenige, der den weitesten Weg hatte. Der Pölle spielt mit und ich kann ihn auch irgendwie freischalten, wenn ich denn sein Bild finde. Hier, da, zack, guck mal, da ist er. Ja, hallo. Und gleich mal muss ich hier magisch klugscheißen. Ein Hund kann kein Hase sein. Das fängt ja schon mal gut an. Ist ein Hund und bleibt das auch. Bis ich sage, der macht das nicht mehr. Ja, weil wie wir alle Pass mal wissen. auf, wenn du Halbelf so einen schlechten Orientierungssinn hast, dass du so weit nach Norden läufst, bis der Boden voller Schnee ist, dann lässt du meinen Hund in Ruhe. Ja, der Satz, bis ich das entscheide, dass es anders ist, ist nicht von ungefähr getroffen, denn der Goswin kommt vom Verwandlungszweig der Lohwagener Akademie und ist ganz bewandert darin, Dinge in andere Dinge zu verwandeln oder Lebewesen in andere Lebewesen zu verwandeln. Von daher, mal gucken, ob der Hund noch zum Hasen wird. Ja, und als Vertretung in dieser Runde für Backfisch haben wir eingekauft quasi den guten Rerion, DSA-Nerd und wunderbarer Spieler auch in der G7-Kampagne bei Mischka. Deswegen
denke ich mir, dass der passt hier rein wie sonst was. Und der spielt den guten Lothir und ist ein Ifirn-Geweihter. Ja, so ist das. Und zum Thema Verwandlung, ich kann auch einen Trick. Ich kann warme Luft zum Stinken bringen. Ja, und normalerweise spielt Leopardin 202 auch noch mit. Sie würde eine Fjarniger Stammeskriegerin aus den Nebelzinnen spielen. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht so weit weg wie Lovangen. Also ich denke, Goswin hat da doch den Vogel abgeschossen. Ja. Also ich habe euch ja eben gezeigt, oder zumindest den Zuschauern gezeigt, aber euch habe ich es schon mal gesagt, wo wir in ungefähr uns befinden. Und wir fangen vielleicht mal beim Goswin an. Was machst du denn überhaupt hier so weit oben im Norden? Also wer geht bitte freiwillig so weit nach Norden ins ewige Eis schon fast? Der Getriebene natürlich. Ich habe seit einiger Zeit Albträume. Ich habe immer den gleichen Albtraum. Und ich mache mir schon ziemlich lange Gedanken genau um diesen Traum und versuche den zu deuten. Und ich glaube, ich bin der Deutung jetzt ein bisschen näher gekommen. Ich habe das Gefühl, in der Bernsteinbucht findet sich die Lösung für das, was auch immer diesen Traum auslöst. Wie kommst du da drauf, dass das genau in der Bernsteinbucht zu finden ist? Also dieser Traum, der zeigt mir immer wieder Lichter, die verschlungen werden von einer Dunkelheit. Und zum Schluss dieses Traums sehe ich jedes Mal aufs Neue einen Elfen, der in einer Bucht steht und der Augen aus Bernstein hat. Nicht nur Bernsteinfarben, sondern der Augen aus Bernstein hat. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir Rat geholt bei meinen Magistern. Ich habe Bücher gelesen über elfische Traumkultur. Und ist das, was die Magier halt so machen, Bücher lesen, ne? Natürlich. Ich bin das Risiko jetzt einfach mal eingegangen, dorthin zu laufen, in die Bernsteinbucht und dort meine Nachforschung zu intensivieren. Okay. Nebenbei gibt es da Schneeeulen in der Nähe. Mhm. Und ich würde wirklich sehr, sehr gerne auch mal die ein oder andere Schneeeule begutachten. Ja, also hier schon so nah an der Küste, also ihr seid ja relativ nah schon an der Küste, hast du bestimmt schon die ein oder andere Schneeeule gesehen. Ja. Werde dann auch die ein oder andere mit einem Paralys vom Himmel geholt haben und mir mal genauerer Studien. Wie reist du denn überhaupt? Bist du ganz alleine den ganzen weiten Weg gelaufen? Oder? Ich bin von Riva mit einer norbadischen Karawane unterwegs, die sich mir angeboten hat, damit ich dort mein doch nicht unüppiges Gepäck auf dem Wagen transportieren kann. Ich zeige euch noch mal kurz den Zuschauern, wo Riva ist. Ja, das ist auch schon hier, ne? Hier unten. Ganz hier oben wahrscheinlich an der Küste lang. Dann hier durch den Wald durch. An Uta und Kela vorbei. Irgendwie dann jetzt hier nach oben. Ja, genau. Und diese Norbaden versprechen sich von mir natürlich auf der einen Seite Schutz. Also ich unterstütze die Karawane. Und auf der anderen Seite vielleicht auch die eine oder andere elfische Geschichte. Ja, weißt du denn viele elfische Geschichten? Ich habe viele elfische Geschichten gelesen. Okay, ja. Okay, also ganz und gar unelfisch eigentlich, aber gelesen. Die Spitzenohren sagen doch schon viel, oder? Ja, für den Laien auf jeden Fall. Gut, dann frage ich doch mal den guten Lot hier, wo er denn eigentlich herkommt und was ihn jetzt auf diese Reise in den Norden treibt. Hast du überhaupt so eine lange Reise gemacht? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das quasi ein Dorf weiter, mehr oder weniger. Also so lange wird das nicht dauern. Und also ich komme ja aus Frigorn. Ja? Für den Kundigen des Nordens ist Frigorn eine der berühmtesten Städte, die es gibt. Mhm. Also er hat zwar mal gehört, dass es im Süden größere Städte geben soll, aber er glaubt nicht so wirklich dran. Ja, und
Er begleitet dann doch immer mal wieder gerne so ein paar mutige Jäger, die zwischen den kleinen Dörfern und Gehöften hin und her reisen, weil die Zeiten waren doch in der Vergangenheit recht gefährlich im Norden. Und leider gibt es hin und wieder noch mal Überbleibsel davon. Ja, erzähl uns doch mal, warum dann die Zeiten so gefährlich sind oder waren. Ja, also nach der großen Schlacht des Zeitalters und der Bildung der Heptarchien wurde ja der Norden von einer Hexe eingenommen, die dem Gegenspieler Firuns dient. Und sie hat versucht, den ganzen Norden an sich zu reißen und hätte sie auch fast geschafft. Unter anderem wurde das heiligste Heiligtum des Firun, die Kuppel von der Tempel von Bjaldon, zerstört. Und ja, irgendwie schwindet Firuns Macht so langsam im Norden. Wir spielen übrigens 1040 nach Bosporans Fall, für die Leute, denen das was sagt. Ja. Also, ja. Und da ist er in gewisser Weise ein Veteran dieser Kämpfe. Und gelegentlich wandelt noch irgendeine widernatürliche Monstrosität herum, sei es ein besonders großer Schneelaucher oder auch mal eine Schneeleiche. Und da ist es ganz gut, wenn man dann jemanden dabei hat, der mit geweihten Waffen und kamaler Kraft gegen solche Undinge vorgehen kann, wo halt kein Geweihter sonst hinkommt. Ja, denn auch hier im Norden ist die Geweihtenschaft überschaubar. Ja. Und Ifirin, die Halbgöttin, wie war die Entstehungsgeschichte nochmal? Also Firun ist der Vater und wer war die Mutter? Eine Thulamidin. Thulamidin sogar, siehst du mal. Ja. Firun verliebte sich in eine Thulamidin, eine Tochter der Wüste, und nahm sie mit in den Norden, und dann gehen die Legenden etwas auseinander. Tja, wer weiß das schon so richtig? Also welcher Sterbliche weiß schon, was da so richtig abgegangen ist? Ne? Außer die Beteiligten wahrscheinlich. Ja. Aber du hast uns mir noch nicht erzählt. Aber du hast uns immer noch nicht gesagt, warum du jetzt genau auf diesem komischen, auf dem Karawanenweg Richtung Friesow unterwegs bist. Warum hast du Frigorn denn jetzt verlassen? Naja, da gibt es so eine kleine Nivesin, die gerne mal Handel treibt. Mhm. Und da sie dazu neigt, manchmal etwas vorlaut zu sein, er fühlt sich da so ein bisschen als ihr großer Bruder, doch ein bisschen so als Beschützer in der Hinsicht. Und ob sie das jetzt will oder nicht, spielt da keine große Rolle. Ja. Du läufst quasi mit, weil Ikayu da oben will. Was eine perfekte Überleitung ist, so hast du umgangen, warum du jetzt dahin bist, und hast den schwarzen Peter an Feder weitergeschoben, die jetzt erklären muss, warum sie ausgerechnet noch weiter in den Norden will. Ja, warum ich weiter in den Norden will? Naja, sagen wir mal so, weißes Rentierfell gibt's nicht überall. Weißes Rentierfell? Und da ich auch eine Jägerin bin und eine Händlerin und es weiter im Norden halt manche Dinge gibt, die es weiter im Süden nicht gibt. Zum Beispiel Schnee. Ja. Viel Schnee. Wasser. Eis. Und Wasser, genau. Eis, auch schön. Mhm. Muss man halt manchmal ein paar Strecken gehen. Und ja. Yetis. Dann fällt der schwarze Peter halt manchmal jetzt. Naja, was heißt schwarzer Peter? Ich kann das ja ganz gut. Also mit Leuten quatschen und Leute überreden, dass sie... was heißt überreden? Also ich mache ihnen ja gute Angebote. Ne? Und das sind so gute Angebote, die kann man halt schlecht ausschlagen. Du willst halt nur das Beste für die Leute. Richtig. Ich weiß ja auch, was das Beste ist für die Leute. Das wissen die zum Teil gar nicht. Und gerade wenn ich dann so ein paar ältere Herren vor mir habe, die so ein bisschen Richtung... Ne, Lebensende schauen, ne? Die haben den Kopf noch so voller Arbeit, die wissen gar nicht... Ja, gibt ja auch noch schöne Seiten des Lebens.
kann ja mal ein bisschen kürzer treten jetzt. Manchmal muss man das Feld auch den Kindern überlassen. Na? Also, ich rede halt gern mit Leuten. Ich rede gern mit Leuten über alles, über sie, ihre Familie, ihr Einkommen, ihre Geliebten, ihre Geheimnisse. Mhm. Schmuggelrouten. Ja. Man kommt halt ins Quatschen. Schmuggelrouten, okay. Ja, das ist gar nicht so ein schlechtes Stichwort, weil hier oben in der Bernsteinküste ganz viel geschmuggelt wird, nämlich die große Einkommensquelle der Bernstein. Das heißt nicht umsonst die Bernsteinburg, denn hier gibt es die großen Anlaufpunkte für Leute, die Bernstein abbauen. Und ja, der Schmuggel mit diesen wertvollen Steinen ist natürlich an der Tagesordnung hier oben. Und der Händler, mit dem du unterwegs bist, oder dem ihr euch jetzt so auf dem halben Weg angeschlossen habt, der kommt irgendwie schon von was weiter. Er ist ein norbardischer Händler. Ein etwas raublütiger, etwas schweigsamer, grummeliger, alter, etwas zerzaust aussehender Mann, der allerdings mehrere große und breite Karren hat, die von Ochsen gezogen werden durch den Schnee. Und Goswin weiß, weil er schon etwas länger dabei ist, dass diese Karren die Möglichkeit besitzen, die Räder gegen Kufen auszutauschen. Und inzwischen fahrt ihr auf Kufen, weil hier oben viel Schnee liegt. Und das Laufen fällt zumindest Goswin hier schwer, weil der Schnee relativ tief auch schon zu sein scheint und nicht alle Leute immer entweder auf Pferden den Treck begleiten können oder auf Schlitten oder halt auf dem Wagen fahren können. Einige müssen auch laufen, was den Treck sehr, sehr verlangsamt. Aber in letzter Zeit sind die Ochsen sehr überlastet gewesen mit dem Marschieren durch den tiefen Schnee und so, dass man halt gesagt hat, jetzt müssen wir ein paar der Leute, die auf den Karren mitfahren, leider erstmal von den Karren herunterschreien, denn die Ware ist wichtiger als die Begleiter. Ja, und just in diese Diskussion, wo Goswin wahrscheinlich versucht, sich doch noch einen letzten der Plätze auf den Karren doch noch irgendwie zu erreden, stoßen Lothir und Kaju zum Treck dazu. Wie sieht das denn aus, Goswin, wie du da vor dem Händler stehst? Mit einem sehr, sehr freundlichen Blick versuche ich ihm unmissverständlich darzulegen, dass es absolut imperativisch ist, dass er mich auf diesen Wagen lässt. Ich muss ausgeruht sein, wenn ich meine Fulminikti in die Gegner, die da auf der Straße lauern mögen, jagen soll. Und wenn ich doch tatsächlich noch ein Forschungsobjekt finden sollte, also eine Bubus Scandiacus, dann wäre es doch... Bubus Scandiacus. Schneeäule. Warum dann, sagt ihr nicht Schneeäule, wenn ihr Schneeäule meint? Ja, dann wäre es doch wirklich unglaublich, unglaublich schade, wenn ich zu ermüdet wäre, ich verstehe doch, ich muss ausgeruht sein. Also ich bin dafür, dass wir außer den Fahrern von dem Wagen keinen mehr auf den Wagen lassen. Die armen Ochsen, guckt sie doch euch doch an. Vielleicht habt ihr einen Zauber, mit dem ihr sie auffrischen könnt. Ich schaue mir die Ochsen mal tatsächlich an. Ja, die sehen tatsächlich schon etwas mitgenommen aus. Mach mal eine Tierkundeprobe, damit wir heute schon mal gewürfelt haben. Ah, würfeln. Na, wir starten direkt mit Würfeln. Wir spielen ja DSA, man muss gewürfelt werden. Keine Wahrnehmung und Aufmerksamkeit? Eher im Moment nicht, nö. Ich habe eine Utopie, die könnte auch helfen. Tierleid lindern. 19, 15, 15. Es ist ein Ochse. Ja, definitiv. Ja, also dieser Ochse ist besonders groß und stark und kräftig und
Ja, das Einzige, was komisch ist, ist, dass ihm die Zunge so ein bisschen aus dem Mund immer hängt. Aber das ist bei Hunden auch so. Ja, wenn die sich vielleicht hechelt er einfach, damit ihm wärmer wird. Ja. So. Und genau das lege ich ihm auch da. Also das ist eindeutiges Hecheln, das machen Ochsen. Ja. Und genau in diese Beschreibung mit dem hechelnden Ochsen kommen gerade Ikario und Lot hier von einer Schneedüne herabgestapft auf den Treck zu. Denn ihr wisst, hier ist ein relativ, also was heißt relativ, hier ist so eine Art Weg, wo öfter mal Leute langfahren mit Schlitten, und das heißt, der ist etwas besser begehbar als diese Schneewehen, die ihr gerade durchschritten habt. Das Wetter ist übrigens relativ klar. Es gibt einen klaren Himmel. Die Sonne scheint relativ klar über euch. Keinerlei Wölkchen am Himmel. Das heißt aber auch, dass es elendlich kalt ist. Also vielleicht noch kälter, als man das eh oben eh schon gewohnt ist. Ja, Liska wird wahrscheinlich vorgelaufen sein, sobald sie den Treck gesehen hat, beziehungsweise gerochen hat. Ja. Mal ausspähen. Und ich komme dann hinterher. Und wenn ich höre, was der da für einen Schmarrn über die Ochsen erzählt, dann bleibe ich etwas verblüfft stehen. Muster ihn mal so ganz, ganz kritisch von oben bis unten. Ich meine, also ich weiß ja, dass die Südländer, naja, nicht so viel drauf haben, aber das ist jetzt schon grober Unfug, was du hier erzählst, oder? Oh. Avis zum Gruße. Aber es zum Gruße. Ich haste mal hinterher. Ich bin ja auch furchtbar neugierig. Mhm. Also da kommt ja, dann so ein Hühne hinterher gestapft. Ja, erst eine kleine Nivesin und dann ein Hühne von Mann hinterher. Ja, ich lächle die beiden an. Aber es zum Gruße, meine Dame. Aber es zum Gruße, mein Herr. Wohin ist Weg? Ich drehe mich um. Ey, Lot hier! Ja? Der erzählt, die Ochsen hecheln, weil es ihm gut geht. Das werden dann die ersten Ochsen, die hecheln, aber... Ihr meint, das stimmt gar nicht? Ich meine, klar, ich habe auch noch nie einen Ochsen hecheln sehen. Dieses Gesicht. Hatte den guten Kasimir einfach verarscht, hä? Vielleicht kann er gar nicht zaubern. Ich guck ihn nochmal an. Hat er mal probiert, ob die Ohren echt sind? Er hat immer diese Mütze auf, diese in letzter Zeit. Der letzte Elf, den ich versucht habe, den Ohren zu ziehen, das ging nicht gut aus. Ich guck dir an, du hast schon mal versucht, Elfen an den Ohren zu ziehen? Ja, natürlich, ich werde das nicht versucht. Jetzt gucke ich euch skeptisch an. hä? Also ich bin noch mal kurz zu meiner Beschreibung. Ja, man sieht gerade mal meine Augen, weil ich den Schal bis hier trage. Kapuze, Mütze, mir ist kalt. Ihr könnt nicht sehen, was für Ohren ich habe. Definitiv nicht. Ja, deswegen ich weiß auch nicht, der Kasimir, der gute alte Kasimir ja gerade gesagt, dass irgendwas mit den Ohren ist. Ja. Ich guck diesen netten Kasimir noch mal an und verweise einfach nur auf meine Augen. Mein werter Herr. Ihr bezweifelt, nein, ich verweise auf mein Siegel, Verzeihung. Mein werter Herr. Ihr bezweifelt meine Fähigkeit. Das ist eine verdammt hübsche Tätowierung. Dankeschön. Aber ein bisschen klein. Naja, also bis jetzt habt ihr ja eigentlich gute Arbeit geleistet. Wir sind ja auch froh, dass wir noch nie angegriffen wurden. Das ist übrigens meine erste Überfahrt, wo wir noch nicht angegriffen wurden. Da seien die Götter vor, dass es noch passiert. Wir haben es ja nicht mehr weit. Tja, da kann jetzt nichts mehr passieren. Er grinst. Wieso? Ihr seht mir nicht so aus, als ob ihr den Treck angreifen wolltet. Und siehst hinter einem der Karren kommt so ein durch den Schnee gestapft, so eine etwas korpulentere Frau,
die auch relativ groß ist, vielleicht sogar größer als du, kann man jetzt gerade schwer einschätzen, die so einen großen flügeligen Helm auf hat. Und eine große Axt bei sich trägt. Und in merkwürdige bunte Kleidung sonst gehüllt ist, die mit Fellen verstärkt wurde. Aber man sieht noch die eindeutigen Zeichen. Das ist wohl ein Torwallerin. Die landesübliche Kleidung für Torwall. Das ist eine verdammt große Frau. Ja, und sehr. Ich grinse. Ja, auf der anderen Seite seht ihr auch zwei weitere Norbaren mit geschorenen Köpfen, die anfangen irgendwie, der eine nimmt einen Speer gerade vom Wagen, der andere so eine kleine Handarmbrust. Ja, so ein bisschen unbeholfen verschwörerisch wende ich mich den beiden zu. Ihr wollt nicht wirklich diesen Treck angreifen, oder? Ich heb mal beide Hände so. Dann spreche die Norbaren auf Alaani an. Mhm. Brüder, keine Sorge, alles in Ordnung. Netteren als uns beide könnt ihr gar nicht finden. Ja, sie wirken auch relativ, also sie wirken beeindruckt von deinen Kenntnissen, obwohl hier im Norden relativ viele Leute Alaani sprechen. Aber immerhin werden sie freundlich angesprochen und nicht irgendwie bedroht. Freundlich angegriffen. Ja. Ich meine auch, keine Sorge, Alani. wirklich. Wir sind auf der Durchreise, aber was ist das hier? Und dann wende ich mich wieder an Gareti, an Kasimir. Warum haltet ihr? Die Ochsen erfrieren noch. Also es klang jetzt irgendwie wie... Was macht ihr hier? Ja. Also Aladi hat vergessen umzuswitchen. Warte. So, jetzt. Weil Goswin spricht kein Alani, ne? Ja. Also ich habe nur dieses, was macht ihr hier verstanden und guck mich etwas verwirrt zu der Karawane um, zu der Handelskarawane. Es besteht übrigens insgesamt aus 4 Wagen, die halt begleitet wird jeweils von einem Kutscher. Dem Karawanenführer, der mit einem großen, wie nennt man diese großen, breiten Pferde? Ich glaube, das sind Barunka, ne? Tralopper. So ein Tralopper-Riesen, genau. Ja? Das sind Kriegspferde. Das ist so ein richtig breites, altes, vielleicht altgedientes Schlachtross, was nicht mehr im Kampf irgendwie dient. Kopfgroße Hufe. Genau, also so richtig groß, stämmiges, breites, dickes Kaltblüterpferd wahrscheinlich. Ich weiß nicht, gibt es sowas? Und und da sitzt halt dieser Kasimir halt oben im Sattel, fest im Sattel, hat dicke Satteltaschen irgendwie auch noch auf dem Pferd verstaut. Ansonsten sind 2 Schlitten noch mit da unterwegs, also kleine Hundeschlitten, auf den 2 Nivesen irgendwie stehen, die sich gerade irgendwie relativ unbeteiligt verhalten. Die Torwallerin und die beiden Norbaden sind auch noch dabei. Und halt Goswin. Ja, ich frag halt den Kasimir so nach dem Motto, warum sie denn halten? Wen hast du gefragt, Goswin? Den Kasimir, auf seinem Pferd. Der hat sich ja. So. Der scheint ja hier sowas wie der Anführer zu sein. Jetzt frage ich den quasi, warum haltet ihr denn? Die Ochsen können nicht mehr so schnell wie ich. Ich dachte, wir schmeißen erstmal die ganzen Begleiter von den Wagen. Das spart schon mal so. Ja gut, bei dem jetzt nicht so viel, aber. Die können auch gehen. Also! Greift da mal so unter mein Hemd. Im Übrigen, so kalt das hier zu sein scheint, der Mann hat das Hemd halb aufgeknöpft hier, dass man so den richtigen, das Brustpelz so richtig sieht. Scheint überhaupt nicht zu frieren. Hat einen Mantel nur ganz lose über die Schultern gelegt. Ich greife da mal so hier rein und hole dann so ein hölzernes Amulett in Form einer Schneeflocke raus.
Also, wenn ihr möchtet, ich kann mir das gerne mal näher ansehen. Wenn du das möchtest. Ich nicke ganz, ganz, ganz entschieden Kasimir zu. Na gut. Kommt herbei. Und stratze ich mal näher mit meinen fast 1,90. Und dann gehe ich erstmal zu den Ochsen. Na? Ich stups den Vermummten in die Seite und mein so. Ich würde laufen, wird dir wärmer. Die Kleidung wärmt mich schon ganz ordentlich. Ja, ihr seid gute, ja. Touch mal so auf dem Hals rum. Ja. Ja. Also, was stimmt denn nicht mit dir? Also wenn du rauskriegen willst, was mit den Ochsen nicht stimmt, dann mach doch auch mal eine Tierkundeprobe. Bin schon dabei. Das ist ja mal eine lustige Probe. Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, da habe ich sogar noch einen Erfolgsgrad rausgeholt. Tierkunde habe ich auch. Das geht auf und Mut. Dein Hund kläfft übrigens Ikayo die ganze Zeit die Schlittenhunde an und tollt um die Schlitten rum und macht die ganzen Schlittenhunde verrückt. Hey, dann habe ich noch einen Erfolgsgrad. Ja, einen Erfolgsgrad, dann kannst du bemerken, die Tiere sind überlastet. Also die sind wahrscheinlich schon lange gelaufen und der tiefe Schnee hier ist eigentlich auch nicht so gut für Ochsen. Also wird das dann helfen, tatsächlich die Last zu erleichtern? Oder das hilft auf jeden Fall immer, ja. Frage ist, ob jetzt die Last einfach nur von jedem Wagen einen Mann oder eine Frau runterzuziehen, obwohl bei der Torwillerin, die ist schon ziemlich stimmig. Aber, ja. Nee. Wie gesagt. Ich würd auch mal hoch nach vorne gehen zu ihm. Ich würde mir die Tiere auch mal ansehen wollen. Mhm. Und würfel ich hier im Chat oder würfel ich auf dem Tisch? Kannst im Discord würfeln, in Nordpol Koalis Runden. Dann kann man das auch sehen im Stream, was du würfelst. Ja, da. So, wie mache ich das? Siehst den Befehl für die 3W6 Proben, siehst du ja oben noch. Ach nee, du siehst, wenn du jetzt gerade reingegangen bist, siehst du noch nicht. Dann schreibst du Schrägstrich R. Ja. Schrägstrich R? Leerzeichen 3D20. Aha. 3D20. Okay. Das sieht gut aus. Moment. Haben die Stufen von Schmerz? Dann ist das quasi da der Erschöpfungsgrad? Ja, so genau kannst du das mit deinem einen Erfolgsgrad jetzt nicht rauskriegen. Also die müssen auf... Der Ansatz ist gut, die müssen auf jeden Fall die Last erleichtert werden, sonst brechen die noch zusammen, die armen Dinger. Ich stehe daneben mit verschränkten Armen. Bestimmt. Seid ihr hier aus der Gegend? Er deutet so mit beiden Armen in verschiedene Richtungen. Frigorn. Ah, ja. Dann also noch ein bisschen weit weg, aber ihr kennt euch hier aus, ja? Oh ja. Gibt's denn hier in der Nähe irgendwie noch, also ich glaube dann, wenn mit der in dem Zustand der Ochsen kriegen wir die wohl nicht mehr bis nach Norden. Kommt drauf an, wo? Ja, wir wollen zur Küste. Ich würde davon erstmal absehen. Also denk mal, dass wir dann wohl für heute vielleicht mal Pause machen irgendwo. Gibt's hier irgendwo in der Nähe was Gutes zum Lagern? Eigentlich war ja vorgesehen, dass wir das durchziehen, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Der nächste Ort müsste Friesow sein. Ja, das ist ja an der Küste. Aber bis dahin schaffen wir es ja nicht mehr. Könnte auf jeden Fall knapp werden. Ansonsten hier, ich kann mal sehen, ob ich einen guten Lagerplatz in der Nähe finde. Das wäre zu begrüßen. Würdet ihr denn das machen? Ja, natürlich. Ist doch gar keine Frage. Ja, hervorragend. Dann machen wir hier so lange Pause und wer möchte jemand die beiden begleiten?
Das hört sich doch nach einer interessanten Expedition. Ich gehe dann nochmal auf den Kasim zu, ich strecke ihm die Hand entgegen. Lothir übrigens. Ja, Kasimir. Diener der Schwäne. Oh. Hochwürden? Sagt man das so? Ah, pff, lass stecken. Okay, gut. Ja, ich pack Liska an ihrem Halsband und ziehe sie jetzt endlich mal von den Schlittenhunden weg. Mhm. Ikayu! Winke so von der Ecke. Jetzt komm mit! Ah. Genau, Ikayu, komm mit! Ja, er stellt euch noch die anderen vor, die in dem Treck mit euch unterwegs sind. Und ja, lässt euch dann den Lagerplatz ausspähen gehen. Und man könnte mal, was könnte man da mal würfeln für Lagerplatz suchen? Wildnisleben bietet sich da immer an. Das hätte ich jetzt sogar fast erwartet. Mhm. Ich meine, man kann das nie genau wissen. Ende Eis und Schnee. Spielt doch da bestimmt mit rein, ne? Ja, garantiert. Alter! Die Lady ist heute wieder ein bisschen launisch. Der erste Wert, den muss ich als einziges ausgleichen. Boah, easy. Goswin würfelt gar nicht erst, glaube ich. Wildnis, was ist das? Was hatte ich da? Kannst buchstabieren und in drei Sprachen übersetzen. Aber keine Ahnung, wie man es. Aber nicht in Alani. Ach, easy. Ich hab's. Dann habe ich noch zwei Erfolgsgrade. Auch schön. Wie viel hat Ikayu? Ich habe zwei über. Auch zwei über, das zwei Punkte über, das heißt, du hast einen Erfolgsgrad. Dann habt ihr zusammen drei, würde ich mal sagen, und kriegt damit auf jeden Fall hin, dass es in gar nicht so weiter Entfernung vom Treck noch eine Felsformation gibt, die so ein bisschen übersteht, die vom Schneewehen schützen kann und wo man auch unten ein gutes Feuer anzünden kann. Ja, Lothir, ohne dass das weit gesehen wird. Der kniet sich dann immer runter, nimmt eine Handvoll Schnee, riecht daran. Mhm. Zerdrückt ihn dann so ein bisschen und wirft den Schnee dann weg. Und dann orientiert er sich in der Richtung. Mhm. Ich mache das so ein bisschen zaghaft nach und red da und spreche dabei. Das ist ja interessant. Das haben wir nie gesehen. Ja, riecht halt nach Schnee. Oder nach Ochse, je nachdem, was man anfasst. Ich halte mich fern vom gelben Schnee. Ja. Ich denke, mit deinem Klugheitswert würdest du das auf jeden Fall tun können. Ich würde quasi, wenn wir eine Lagerstelle gefunden haben, würde ich schon mal anfangen, so einen Teil der Schneefläche beiseite zu räumen, damit die Ochsen nachher an die Flechten unten drunter drankommen. Mhm. Damit die da auch was zu knabbern haben. Okay. Und würde Grandpappy angucken. Läufst du zurück? Dann mache ich hier schon mal Klarschiff. Feuerstelle freiräumen, Schneedecke beseitigen. Wie hast du mich schon wieder genannt? Blabla. Nix! Geh einfach! Aha, also kleinere Spannung zwischen. Immer dieses Gemüse. Kann kaum über den Tisch gucken, aber schon große Töne spucken. Ich kann nicht hören! Gut! Ich strecke die Zunge raus. Das kann ja noch heiter werden. Gut, die nächsten paar Stunden werdet ihr dann damit zutun, die Wagen vernünftig anzuordnen, in so einer kleinen Wagenburg vor diesem Überhang irgendwie aufzubauen, weil es ist ja hier nicht wirklich, also es ist nicht sicher hier so weit im Norden. Es können viele verschiedene Dinge passieren, von wilden Tieren angefangen über marodierende Banden bis hin zu vielleicht irgendwelche elfischen Angreifer, die es hier oben auch immer öfter geben soll. Und ja, Yetis, man hat Gerüchte über Yetis schon gehört. Ich weiß nicht, hat Lothir oder Kikayo, habt ihr schon mal Yetis gesehen? Goswin sowieso nicht, aber vielleicht in einem Buch irgendwo mal.
Aber ich möchte gern. Das Yeti-Land ist am ja auch Horizont. Nicht weit weg. Am Horizont. Am Horizont. Man sagt, Horizont. Das ist ein Yeti-Farfen. Ja. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer war. Reinholdo Mesnos, ja, hat behauptet, das wäre ein Yeti. Das der, war ein der Dorfälteste Kumpel. Aus eurem Dorf. Das war ein guter Kumpel von Kara Ben Ingerim. Genau. Also Yeti, ja, die treiben halt leider keinen Handel mehr. Ne? Als da so eine komische Truppe aus Torvalan durchgezogen ist, treiben die mit den Menschen keinen Handel mehr. Tja. Habe ich mir sagen lassen. Warum wohl? Ja. Also es könnte einiges passieren hier, deswegen seid ihr schon vorsichtig und dann seid ihr noch sehr früh am, also der Abend hat noch nicht begonnen, aber es ist halt später Nachmittag, dass ihr dann schon fertig seid und die Ochsen erholen sich schön, legen sich vielleicht sogar ein bisschen auf so Planen, die ihr ausgebreitet habt, sogar Ochsen. Nieder. Und ihr gebt denen zu fressen und auch die Hunde lasst ihr noch ein bisschen irgendwie herumtollen vielleicht. Und ja, eigentlich alles ganz cool. Und es wird ein großer Kessel über das Feuer gehängt. Und wie ihr jetzt auch sehen könnt, Ikayu und Lothir ist ein Teil der Ware, die hier irgendwie Bestandteil sind Lebensmittel aus dem Westen. Früchte, oha. Vor allen Dingen. Das ist selten. Genau. Deswegen wahrscheinlich auch relativ wertvoll. Da ich sehr neugierig bin, würde ich mir die ja gerne ansehen. Vielleicht auch eine rausnehmen, mal dran riechen. Ja, also der einer der Nivesen, die vorher auf dem Schlitten gefahren sind, macht sich auch daran, irgendwie also fängt an zu kochen und schält ein paar der Früchte und so und fängt an auch töften, also Kartoffeln zu schälen und so und bereitet einen Eintopf vor. Was ist das denn? Es riecht auf jeden Fall schon ziemlich gut. Und was ist das? Und wie heißt die? Und was ist das da? Kann man das essen? Muss man das schälen? Genau, ihr geht ihm auf den Senkel. Ja. Ja. Also viele, viele Sachen davon habt ihr schon mal gesehen. Habt euch immer gefragt, wo kommt das Zeug also her? Also so Tracks wie dir, die liefern sowas. Anscheinend. Ja. Ich würde mal versuchen herauszufinden, was denn der Rest der Ware ist. Ja, Lebensmittel, aber was der Rest? Vor allen Dingen auch Felle. Ein Schlitten hat komplett Bücher geladen. Ja. Was sind Bücher? Ja. Und ansonsten hat man sehr viel Felle und Stoffe dabei und auch eine Kiste, die du nicht einsehen darfst. Also du siehst Warum die Kiste, nicht? Aber die ist halt verschlossen und keiner macht Anstalten, die zu öffnen. Ich stupse den nächsten an. Was ist denn in der Kiste? Das ist die Hauptkiste für den Kasimir. Ja. Sag uns nie, was da Kasimir! Drin ist. Ja. So mein Kasimir. Aber was ist denn in deiner Kiste? Das geht dich nicht an. Ich bin schon neugierig. Warum? Das ist meine Kiste. Ja, aber mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Also, da können wir doch jetzt mal drüber reden. Ich meine, du erzählst mir dein Geheimnis, ich erzähle dir eins meiner Geheimnisse. So, Tauschgeschäft? Abgesehen davon sehen wir uns noch heute nie wieder. Was hast du zu verlieren? War das Außer ein Angebot? Außer einem Freund, einem potenziellen. Vielleicht. Mach ich meine, so stattliche Männer eine Türenprobe. Ich hab das sogar erleichtert. Der Mann Warte. Ist lange auf Reisen, wenn du schon so ver... Ja, und die 2 Meter große die Tolamide will er bestimmt nicht anfassen. Warte, wo hatte ich das denn? Verführungskunst. Das war's. Mhm. Das erleichtert mir die Sache. Und nochmal. Wenn die sowas macht, damit komme ich echt nicht klar. Dafür ist die mir echt zu klein. Ich sehe die immer noch so als Kind. Ja. 4, 11, 5. Aber sieht gut Schatz. Aus, ja. Schatz. Pass auf, warte. Dann brauchen wir ja für heute Abend ein Lager weniger, nicht wahr?
Aber ich habe nichts gegen Kuscheln. Dann brauchen wir nicht so viel Feuerholz. Lutia, ich mach mit! Ich beug mich vor. Komm schon, erzähl's mir. Unser kleines Geheimnis. Nur wir beide. Ich mach ihm schöne Augen. Na gut, du darfst einmal gucken. Aber keinem weitersagen. Das Geheimnis. Versprochen. Gut. Und den Gedanken. Ja, dann folge ich ihm mal zur Kiste. Ja, geht hin und öffnet die Kiste und es ist eine so mit so Stoffen ausgelegt von innen. Also als du es aufmachst, siehst du zuerst nur Stoff. Und dann zieht er so einen von diesen losen Stoffbünden, die oben drüber liegen, weg. Und du siehst irgendwie so in so Fassung eingearbeitet, liegt eine, ja, es sieht nach Holz aus. Aber es muss irgendwie, sieht sehr poliert und sehr glänzend aus sonst. Hat aber auch so eine Holzmaserung. Und es ist eine Figur, die einen Schwan darstellt. Oh. Die sieht aus, als würde sie in einen Tempel gehören. Mhm. Ja. Das ist eine Schutzfigur. Ja, wir sollen die zu dem Hausaltar des Firu noch oben nach Friesow bringen. Das ist eine große Aufgabe, eine ehrenvolle Aufgabe. Mhm. Ich kann dir was sagen. Wollte ja sagen, dein Geheimnis gegen mein Geheimnis. Mein Freund hier, der ist ein Geweihter. Wenn du die dem zeigst. Das habe ich schon mitgekriegt. Aber wenn du die dem zeigst, lässt er sich vielleicht dazu hinreißen, deinen Trupp zu segnen. Oh. Noch weniger Probleme. Ich überleg's mir. Aber zumindest die Kiste wurde schon in Riva gesegnet. Oh. Das ist gut. Das ist sehr gut. Von daher habe ich mir immer gedacht, der Segen fährt mit, wenn die Kiste nicht angefasst wird. Ja, das ist vernünftig. Glaube ich. Mhm. Ich kenne mich mit Gewaltenzeug nicht so aus. Deswegen habe ich auch den Zauberer angestellt. Weil irgendeiner muss ja auf die Kiste aufpassen. Du bist ein schlauer Kerl, Kasimir. Gott sei Dank habe ich einen Zauberer gefunden, der so dämlich war mitzukommen. Ja. Das sagt echt einiges über den aus. Und dem ich zutraue, den weiten Weg auch noch zu schaffen. Nicht alle machen das immer so. Kennt ihr diese Buckligen aus dem Süden? Da gibt es ganz viele, die so bucklig rumlaufen. Ich habe es munkeln hören. Ich komme nicht so oft in den Süden. Oder diese halben abgehalfterten, fast skelettartigen... Nein. Die ihr ganzes Leben nicht aus ihrer Studierstube rausgekommen sind. Verlangen Tausende von Dukaten als Belohnung und wollen dann aber immer auf dem Karren fahren. Ich meine, der will auch auf dem Karren fahren, aber der ist zumindest mal zwischendurch auf zu Fuß gelaufen, wo nicht Schläge lag und so. Der läuft dann immer irgendwie und holt Eulen vom Himmel, warum auch immer. Fallen einfach so runter. Der holt Eulen? Ja. Was ist das denn für ein seltsamer Geselle? Ich weiß es nicht. Der geht einfach ein paar Schritte weiter weg und macht dann irgend so ein Ulu-Mulu oder was, wie das geht. Ich weiß auch nicht, wie das sowas geht. Und dann auf einmal fallen hier die Vögel vom Himmel. Und er sagt dann, ja, ist alles gut. Und die Torwallerin hätte ihm beinahe die Axt in den Rücken gerammt, als er das erste Mal gemacht hat. Aber er hat uns überzeugt, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und nach ein paar Minuten fliegen die Dinger auch wieder. Ach so, also wenn ich nicht wissen würde, dass wer das ist, hätte ich das auch für ein schlechtes Omen gehalten, also. Naja, zumindest wissen wir, wo es herkommt. Und falls sie irgendwann mal doch liegen bleiben, ist die Axt der Torwallerin nicht weit. Das ist gut. Dann kann man denen nie wissen. Die gute Frieda, die kann das. Jo. Ich hab ihr gesagt, ein falscher Schritt von dem Spitzohr und... Ja, ich guck zu Frieda rüber, das glaube ich. Die sieht so aus, als könnte die das. Die sitzt gerade neben Goswin, hat ihn ein bisschen so. Guck mal, meine Brust! Genau. Ich habe jetzt aber mal noch eine Frage. Wenn ich schon länger mit diesem Trek unterwegs bin und da ist ein ganzer Schlitten voller Bücher, dann wüsste ich doch eigentlich auch, was das für Bücher sind, oder? Ja. Das sind vor allen Dingen auch Bücher, die sich für den Effort-Schrein eignen.
Also ganz viele Aufzeichnungen über Kirchen, also Kirchenbücher und so. Vor allen Dingen auch leere Notizbücher, die besonders gestaltet sind für den Effaltschrein. Und solche Sachen. Also ganz viel Kirchenkrams. Ich trete da mal so zu den beiden hin, guck mir die an und mit so einem Apfel. Wie lange seid ihr schon zusammen? Deutet auf die Tür auf anderen und Gott sei Dank. Ja, wie lange eigentlich, mein Kleiner? Könntest du mich mal los? Und schieb mich so aus ihrer Achselhöhle raus. Das ist meine richtig gegotte Frauenumarmung. Nee, zusammen sind wir gar nicht. Echt? Man könnte meinen, die Liebe ist richtig frisch. Ja. Ich guck mir Frieda nochmal an. Wie schaut sie eigentlich gerade? Grinst. Dann grinse ich zurück. Und hält dir gerade so ihren Trinkschlauch hin, wo du weißt, dass ordentlich hochprozentiges Zeug drin ist. Du hast einmal den Fehler gemacht, davon zu trinken. Ich grinse zurück. An die nächste Nacht konntest du dich nicht mehr erinnern. Am nächsten Tag hat sie angefangen mit diesen komischen Umarmungen und hat sie immer angegrattet und andauernd angegrinst. So, und du bist ein Magier, hm? Sehr wohl. Du bist der Erste, den ich hier oben sehe. Wirklich? Hm. Ich habe zwar schon von einigen gehört, also Frigon ist ja berühmt für einen Magier, der da gelebt hat. Aber ansonsten verirren sich hier keine hin. Naja, verirrt habe ich mich ja auch nicht. Ich weiß ja, wo ich hin will. Aha. Wo sollst du denn hingehen? An die Mündung des großen Flusses Friesow war das, ne? Frigorn war das, was war das Örtchen, oder? Ja. Hab ich mich vertan? Alles klar. Friesow ist das Örtchen, was an der Küste liegt, und Frigorn ist das andere Örtchen, aus dem Lothia und Ikayu kommen. Alles klar, und wie heißt der Fluss? Da muss ich jetzt selber gucken, Moment. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Frisund. Ah, an die Mündung des Frisund. Ja. In die Bernsteinbucht. Da ist ziemlich zugig. Was willst du da? Außer nach Bernstein suchen. Nein, Bernstein interessiert mich nicht primär. Schneeäulen interessieren mich. Schneeäulen? Ja, sehr wohl. Die sind hübsch. Das ist es so, ja. Und selten. Und groß. Hab schon ein paar gesehen. Ja, ich auch. Der hat gemacht, dass ich vom Himmel falle. Das ist richtig. Von unten kann ich mir ja schlecht deren Anatomie angucken. Du lässt Eulen vom Himmel fallen? Das ist ja echt gemein. Ich lasse sie da nachher ja wieder frei. Nur ich muss sie mir aus nächster Nähe anschauen. Wem das seine? Ich hatte schon mal ein paar kleine Schneeeulen gefunden. Interessant. Was habt ihr damit gemacht? Aufgepäppelt. Bis sie fliegen konnten. Und dann? Habe ich sie fliegen lassen. Habt ihr Aufzeichnungen? Deren Verhalten, deren... Also die fliegen? Dem macht Schnee nichts aus und man sieht sie im Schnee kaum. Und die singen sehr schön. Und Und sie haben große Augen und sie können den Hals sehr weit nach links und rechts. Und einer war mal ein Firnelf, glaube ich. Wie bitte?
Ich könnte schwören, der Blick, den mir diese Eule zugeworfen hat, da wäre ich zur Eissäule geworden. Also, das ist interessant. Man sagt im Norden, jedes dritte Tier könnte ein Firnelf sein, was weiß Pelz trägt. Also immer schön Obacht. Ja. Ja. Mentaler Vermerk, ich sollte mir alle Tiere etwas genauer angucken. Ich würde mich nur vor Schneelauchern in Acht nehmen. Schnee was? Schneelaucher. Was sind Schneelaucher? Das habe ich wirklich noch nie gehört. Spuckt so einen Apfelkern aus. Na, das sind eigentlich die gefährlichsten Tiere hier soweit. Ihr meint neben Menschen und Firnelfen? Nein. Ich würde jetzt nicht unbedingt Menschen als Raubtiere bezeichnen. Firnelfen vielleicht, aber die sind etwas größer als ein Dachs und ziemlich gefährlich. Also sie sind schnell, sie haben große Mäuler und können Knochen durchbeißen. Und sie treten gerne im Rudel auf. Und manche von denen sind irgendwie richtig gruselig. Das klingt interessant. Ja, das denken viele, bis sie gebissen werden. Ich habe ja nicht vorgebissen zu werden. Das ist ein guter Vorsatz. Man sollte sich im Norden von nichts beißen lassen. Ja, das gilt auch für alle anderen Himmelsrichtungen. Aber ihr habt recht, definitiv. Am besten nicht von einem Firunsbären. Da ist nämlich nicht mehr viel dran, wenn man gebissen wird. Ja. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich werde ihn nach bestem Wissen und Gewissen beherzigen. Dafür bin ich da. Ja. Das mache ich den ganzen Tag. Gute Ratschläge geben. Nur selten hören die Leute auf meine Ratschläge. Also ich werde auf diesen Ratschlag definitiv hören. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Besonders dieses kleine Nivesen-Ding hört eigentlich nie auf meine Ratschläge. Jetzt mal nebenbei. Also, ihr seid schon länger miteinander unterwegs, oder? Ihr habt eine gewisse Vertrautheit. Ja. Also ich kenne die seit die immer so formt so eine Kugel. Ein Schneeball. So groß war. Ich meine, jetzt ist sie nicht viel größer. Ja. Im Norden kennt man sich alle, weil die Dörfer und Gehöfte, da gibt es halt wenig Leute. Frigorn ist eine Großstadt mit seinen 120 Leuten. So. Oder ihr kennt euch einfach nur. Was willst du damit andeuten? Der beugt sich mal so vor, zieht eine Braue hoch. Jetzt nochmal, ich habe das leider gerade überhaupt nicht, ich habe gerade total gehangen. Was hast du denn noch gehört? Nichts von deiner Antwort. Okay. Ich habe gefragt, was willst du denn damit andeuten? Nun ja, also ich habe, wie gesagt, eine ziemliche Vertrautheit zwischen euch beiden festgestellt. Ihr habt einen sehr, ich sag mal, selbstverständlichen Umgang miteinander. Und das ist üblich im Norden. Also auch mit 3 Orte und 4 Tagesmärschen weiter hat man auch einen sehr freundschaftlichen, eventuell familiären Umgang miteinander, oder? Das ist relativ normal, wenn man schlau ist. Das Leben hier ist ziemlich hart, wenn man nicht aufeinander Acht gibt. Aber ja, erzähl's aber nicht weiter, ja. Die ist bisschen so wie eine kleine Schwester, glaube ich. Ich glaube, das trifft's aber jetzt. Aber sag ihr das nicht, sonst bildet die sich was ein.
Guter Mann. Gib mir so einen Schlag gegen die Schulter. Danke. Ja, ich schätze, mein Gespräch ist jetzt irgendwann auch vorbei. Von daher würde ich mich dann, wenn ich die beiden quatschen sehe, in deren Richtung bewegen und quasi mich von hinten an Lothiers Bauch so, weil höher komme ich ja nicht mit meinen 1,60. Dann so, Grand Pabby! Ich weiß, oh, eine Schneekrake! Was du nicht weißt. Oder ist es gerade ein Schnee, Laura? Ja, pass auf, sonst fresse ich dich. Reißt du die Arme hoch? Hilfe! Zu Hilfe! Er rettet den schönen Mann! Den Jüngling in Nöten! Ich lass ihn los! Schön! Die Torwallerin steht so auf und macht so: Ich helf schon! Ich gehe sofort 3 Schritte zurück aus dem Bild. Ich ergreife die Flucht! Dann lasse ich mich durchs Lager jagen. Nein, die läuft hier nicht hinterher, die fängt halt nur schallend an zu lachen. Ich klopfe der Torwallerin mal so auf den Arm. So kumpelhaft. Ja, kriegst du eine Brofist zurück. Ja. Fällt sie in den Schnee. Kennst du diese Szene zwischen Hulk und Thor? Ja. Hilft mir jemand aus der Schneewehe? Gut. Ein paar Stunden später wird es dann doch schon relativ dunkel. Also es wird ja eh früh dunkel hier oben im Norden. Und das Einzige, was euch noch Licht spendet, ist dann das Lagerfeuer, bei dem der Eintopf köchelt, aus dem ihr euch irgendwie großzügig bedienen konntet. Was Goswin weiß, dass dieser Nivese schon ein hervorragender Koch ist. Die Eintöpfe, die er macht, sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut genießbar. Und er schafft es sogar aus dem wenigen, was ihr zwischendurch irgendwie auch findet, irgendwie immer was Tolles zu machen. Und so könnt ihr euch den Abend vertreiben mit einem der Norbaden, der anfängt, eine Flöte herauszuholen. Und ein kleines Liedchen irgendwie anzustimmen. Ein paar Lieder werden gesungen. Und ihr müsst. Kasimir guckt noch so ein bisschen bedröppelt. Wir müssen irgendwie jetzt noch herausklamüsern, wer die Wachen macht. Also, ich mach die erste. Damit man mir nicht nachsagen kann, dass ich keine gemacht habe. Ich bin dafür. Goswin, du machst mit der Frieda zusammen. Ich fände es, glaube ich, ganz interessant, wenn ich mit einem von euch beiden, und ich schaue an unsere Neuankömmlinge, eine Wache gestalten könnte. Von mir aus auch das, dann haben wir eine Wache mehr zu machen. Das ist, also mehr Leute, die zur Wache da sind, das ist gar nicht so verkehrt. Mir ist es egal. Mir auch. Ich übernehme jede Wache. Auch die Hundswache. Dann kann ich ja die Frieda dem Gottschlick zuteilen. Und einer den Norbaden guckt schon so. Ach, junge Liebe, wenn sie knospelt, sag ich so. Ich halte das für eine gute Idee. Also in wen ich hier schon alles verliebt sein soll. Meine Güte, Lothier. Eifersüchtig. Ja, du hast mich erwischt. Ich fall so auf beide Knie in den Schnee. Oh, mein Herz des Nordens. Haha! Komm her, mein Großer! Ich gebe ihm von hinten so eine leichte Ohrfeige, so auf den Kopf so. Au! Tut mir leid, Goswin, aber dieser Mann hat mehr Schneid als du. Ich kratze mal so an meinem Brusthaar. Davon hast du definitiv auch mehr als ich. Ja, gut, dann teilt man euch die zweite Wache zu. Und Icario hat ja ein Date, ne?
Ikayo hat ein Date. Ah, ich krieg schon später. Ich krieg schon später in der Nacht unter seine Fälle. Ja, erste Wache hat er ja selber. Die zweite Wache hast du. Und ja, musst dann. Danach kannst du dich zu ihm in die Koje legen, wenn du Lust hast. Oder in den Schlafsack. Danach komm ich kuscheln. Wird mir wenigstens nicht kalt. Ja, genau. Es ist, apropos kalt, relativ kalt hier so in der Nacht. Noch mehr als tagsüber. Es fängt dann auch irgendwie abends an zu schneien und nachdem Wolken aufgezogen sind. Und ihr seid froh, dass ihr diesen kleinen Überhang habt, unter dem ihr euch irgendwie ein bisschen einigeln könnt. Und ja, mitten in der Nacht könnt ihr dann einmal während eurer Wache eine Sinnesschärfenprobe machen. Jetzt, wo es dunkel wird, dann ziehe ich auch den Mantel mal komplett drüber, den Ifirns-Mantel. Mhm. Oh ja, das sieht gut aus bei Ikayu. Sinnesschärfe, sagst du, ne? Sinnesschärfe. Was auch sonst? Wenn das aber weiter so gut läuft, sehe ich schwarz. Ich habe 10 über. 10 Punkte über? Das sind ja 4 Erfolgsstufen. Richtig. Oder Qualitätsstufen. Alter Schwede, was geht denn heute? Jetzt geht's wieder. Sinnesschärfe. Ich möchte mal kurz auf mein Würfelergebnis verweisen. Wenn das so weitergeht, sterbe ich heute noch. Ja, ich hab's gerade nicht gewürfelt. Was hast du denn gewürfelt? 17, 16, 11. Tja. Ich hab 3 Erfolgsgrade. Ja. Goswin kriegt von allen nicht mit, oder was? Doch, doch, auf jeden Fall. Ich habe auch 3 Erfolgsgrade. Geht ja auf Klugheit und Intuition. Oh, verdammt! Also wenn ein Halbelfenmagier 2 Eigenschaften gut hat. Dann merkt ihr, dass es irgendjemand die Straße von Norden her herunterstapft. Und zwar nicht nur jemand, sondern ihr habt ja alle relativ viele Qualitätsstufen, sondern das wird wahrscheinlich nicht eine Person sein, sondern mehrere Personen. So vom Knirschen des Schnees aus zu hören. Und was ihr auch hören könnt, ist so ein bisschen Metall, was aneinander schrappt. Also entweder jemand, der in der Rüstung läuft, oder der irgendwie Ketten mit hat oder sonst irgendwas. Ja, dann würde ich Liska mal zum Hüten quasi im Lager lassen und quasi zu Lothir gucken und meinen, ich schaue mir das Ganze mal an. Und dann würde ich in die Richtung des Geräusches schleichen wollen. Mhm. Ja, wenn du dann die Sicherheit eurer kleinen felsigen Kuhle verlässt, kannst du auch so einen kleinen hellen Schein sehen, der sich so in das Dunkle reingefressen hat. Und kannst in diesem hellen Schein streckt anscheinend jemand entweder Laternen oder Fackeln mit sich. Kannst du mehrere Personen ausmachen, die sich eurem Lager, also auf der Straße nähern. Also Anführungsstrichen Straße ist ja so ein Pfad. Mhm. Und zwar auf der anderen Seite des Flusses. Okay. Mach mal langsam. Noch ist ja nichts bedrohlich, es sind ja nur Leute, die vorbeiziehen. Auf der anderen Seite des Flusses. Wie nah stehen die Bäume am Fluss? Wie nah kann ich da ran? Ist ja dunkel und so. Also an den Fluss? Mhm. Wie nah kann ich an den Fluss, damit ich vielleicht erkenne, wer auf der anderen Seite rumläuft? Ganz nah an den Fluss ruhig. Also es ist ja auch, du hast ja keine Lampe mit dir, also du wirst wahrscheinlich relativ schlecht gesehen in der Nacht. Mhm. Vor allem, weil die wahrscheinlich noch geblendet sind von ihrem eigenen Lichtschein. Mhm. Dann würde ich halt so nah wie es geht an den Fluss, um versuchen zu erkennen, wer denn da auf der anderen Seite kreucht und fleucht. Mhm. Was machen die anderen? Lothir wollte die anderen wecken. Also auf jeden Fall Frieda würde ich wach machen. Mhm. Nee, ich versuche dich davon abzuhalten. Okay. Lass uns erst den Bericht abwarten. Ja, Goswin weiß schon, dass wenn Frieda in der Nacht geweckt wird, ohne dass irgendwas ist. Da gibt's Ärger. Man hört auch ein tiefes. Wenn man Frieda weckt, wird jemand verprügelt. Verstehe.
Ja, und Ikayu macht eine Schleichenprobe mal, damit sie nicht auffällt. Genau, wo steht denn das nochmal? Heran, das müsste bei dir stehen. Verbergen. Unter, genau, verbergen heißt das jetzt. Schleichen gibt's nicht mehr. Verbergen, ja. Alles klar, das sollte ich auch hinkriegen. Moment. Mut, Intuition, Gewandtheit. So. 14, 10, 16. Okay, hier. Es wird. Passt. Und das letzte, Gewandtheit. Also passt geschafft. Auch, ich habe dann zwei über. Ja, eine Qualitätsstufe, dann schaffst du es irgendwie, dich noch so halbwegs in den Schatten zu halten. Kommst nicht so nah dran, wie du das gerne hättest. Kannst du aber jetzt einen besseren Blick auf diese Truppe werfen und siehst, dass da zwei relativ schwer gerüstete Männer laufen, mit langen Stangenwaffen bewaffnet, und auch Schwerter kannst du auch erkennen, die sie irgendwie am Rand tragen. Vielleicht sogar ein Schild auf den Rücken geschnallt haben. Bist nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwas Kantiges auf dem Rücken tragen. Du siehst wirklich, das, was so klappert, das sind tatsächlich Ketten, denn sie haben eine weitere also drei weitere Gestalten in Ketten gelegt, und ganz hinten laufen nochmal zwei nicht ganz so schwer gerüstete, die allerdings dafür sorgen, dass irgendwie wahrscheinlich keiner nach hinten abhaut. Also drei gefesselte Menschen in der Mitte, zwei vorne, zwei hinten. Ist irgendwas Auffälliges an den gefesselten Menschen in der Mitte? Die sehen relativ groß aus, sind relativ große Menschen. Ansonsten sind die in Felle gehüllt, ziemlich dick vermummt. Kann man schwer erkennen, wer das jetzt genau ist. Ziehen die an uns vorüber? Jetzt, wo du irgendwie nochmal genauer hinkommst, siehst du, dass da in etwas weiterem Abstand dahinter noch jemand mit einer Laterne gerade über die so eine Kuppe kommt, über die Wegskuppe, und der wohl einen Schlitten hinter sich herzieht. Okay. Ich würde mal abwarten. Ziehen die quasi einfach weiter? Die scheinen irgendwie einfach weiterzuziehen. Okay, dann würde ich jetzt noch warten, bis der mit dem Schlitten an mir vorbei ist, den auch angucken. Und wenn der auch weg ist, dann mich leise auf den Rückweg machen. Ja, okay. Dann drehst du dich um und machst nochmal eine Sinnesschärfenprobe. Der alte Quietschestuhl ist wieder da. Ich müsste eigentlich auch nochmal aus Nostalgiegründen mal nochmal so ein Bügeleisen so hier hinten platzieren. Eins. Ich wäre für das Bügeleisen. Kennt keiner. Ja, neun heute. Über. Neun Punkte über. Dann, dann siehst du jetzt auch, wo sie an dir vorbeiziehen mit diesem in dem Fackelschein. Und dann du siehst auf der anderen Flussseite halt, der Fluss ist auch halbwegs, also der fließt ja, das heißt, der ist nicht zugefroren, aber die Seiten des Flusses sind halt alle ein bisschen eingeeist, das heißt, der eigentliche Fluss ist relativ schmal. Also man könnte halt ein bisschen übers Eis, und dann ist ein bisschen fließendes Wasser. Deswegen hast du dich auch nicht nah genug rangetraut, weil man unter dem Schnee nicht ganz erkennen kann, wo das Eis aufhört und anfängt und wo das Ufer aufhört und anfängt. Aber auf der anderen Seite siehst du irgendwie die Böschung, die Uferböschung, und siehst dann da irgendwelche Gestalten, die sich quasi noch in den Büschen herumtreiben. Kann ich einschätzen, wie viele es sind? Das müssten so mindestens 8 sein. Das ist schlecht. Sind die Menschen groß oder sind die kleiner? Oder? Ja, Menschen groß. Okay, suchen die da irgendwas Bestimmtes? Oder? Die kauern momentan in der Böschung, so wie du das. Du kannst nicht viel sehen, du siehst halt diese Schatten von denen noch. Die anderen scheinen die nicht zu bemerken. Aber du mit deinem hervorragenden Blick für die Dinge, und weil du irgendwie das ein bisschen weiter aus der Entfernung das ganze Bild irgendwie siehst und dass das alles durch die Laternen beleuchtet wird. Und mit deiner hervorragenden Probe kannst du das erkennen. Okay. Ich sehe kein Blitzen von Waffen oder so im Mondlicht oder den Laternen. Nee.
Gut, dann verhalte ich mich still und warte, dass der Tross vorüberzieht. Gut, dann als sie deine Stelle ein bisschen passiert haben, wolltest du dich ja umdrehen und weggehen. Und als du gerade so auf halbem Wege zurück bist, hörst du so ein lautes Schnappgeräusch. Und jemanden, der ganz laut aufbrüllt. Ich wirbel auf der Stelle. Und das nächste, was man dann hört, sind irgendwelche wilden Laute, irgendwie sowas ähnliches wie eine Trommel. Und Kriegsgeschrei und ja. Okay, aber spätestens das dürften wir im das Lager dürft, auch. Das hört ihr dann auch. Dürftet ihr hören. Okay, ich nicke Lothir zu. Jetzt wecken wir die Leute. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Ja. Aufwachen! Alarm! Ja, das Lager lässt sich ohne Probleme alarmieren. Ich versuche einen ganz schnellen Verteidigungsring zu organisieren mit Frieda. Mhm. Was ist los? Wo ist der Feind? Sie schnappt sofort nach ihrer Axt. Eine große Orknase, die sie bei sich trägt. Hört man? Ich suche mir einen. Wo kommt das her? Ja. Ich deute mal so in die ungefähre Richtung. Ja. Also ich gehe hinter Ikayu den Weg her. Ihre Spuren dürften im Schnee wahrscheinlich noch sehr deutlich sein. Dann siehst du dann auch irgendwann halt das Licht, was man von der anderen Ufer halt her sehen kann. Und siehst du dann auch Ikayu, wie sie dir entgegenkommt wahrscheinlich, weil du wolltest ja weiterlaufen, ne? Oder? Wolltest genau, ich würde mich halt einmal kurz so, sie kämpfen, alles klar, ich gebe Bescheid sagen, werde ihm dann entgegenkommen und wird direkt so leise, leise, leise. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Ja, alles gut. Was ist da los? Keine Ahnung. Komm mal mit ins Lager. Wir müssen uns beeilen. Und oder wir unterhalten uns hier. Also pass auf. Da war so ein Gefangenentrupp. So ein Gefangenentransport. So ungefähr 4 schwer gerüstete Männer in Eisenrüstung. Hier, weißt du, wie kalt Eisen hier wird? Die werden sich Erfrierungen holen, wenn die darunter nichts anhaben. Ja, komm zum Punkt. Genau, die hatten 3 Gefangene in Ketten dabei und dann waren da noch so 8 Gestalten in den Büschen, die haben den irgendwie aufgeladen. Da war noch irgendeiner auf der Hügelkuppe und ich glaube, der hat was gezogen, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Und auf jeden Fall haben die gewartet, bis sie an denen vorbei sind und haben die angegriffen. Und jetzt kämpfen die. Aber sie haben uns noch nicht bemerkt, also ich bin dafür, wir halten uns raus. Kann ich sehen, dass da Licht ist? Also könnte man, wir sind ja jetzt wahrscheinlich dann so auf so einem Hügel vor der Böschung, vor dem Fluss, oder? Ja, du kannst das Licht von den Laternen sehen. Das ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Wahrscheinlich haben die ihre Fackeln oder Laternen irgendwie von sich geworfen, haben halt ihre Waffen gezogen, so vermutlich. Mhm. Ja, aber es ist immer noch zu sehen, das Licht, ja. Okay, ich geh du schon mal ins Lager. Ich guck mir das mal genauer an. Und während ich Ikayu quasi so winke, mache ich so 2 Schritte vorwärts und während ich weiterlaufe, mache ich eine sehr ausschweifende Geste und spreche Simbestia und versuche mich in eine kleine Ohreneule zu verwandeln. Oh, verwandle dich nie wieder zurück. Ich stecke dich in einen kleinen Korb und behalte dich. Nein. Nein. Es ist viel lustiger, sobald er sich zurückverwandelt, ist er nackig im Schnee. Nein, bin ich nicht. Ich verwandle mich inklusive meiner Kleidung. Ach, verdammt. Das kann der gute Goswin. Ja. Wäre schön. Ich verwandle mich. Und das gelingt mir auch. Okay. Gut. Dann bist du jetzt eine Ohreneule. Genau. Und ich nutze zum einen meine unscheinbare Erscheinung, zum anderen mein leises Auftreten als Eule und zum dritten natürlich meine in der Nacht ziemlich geilen Augen, um mir mal anzugucken, was da genauso los ist. Okay. Halte so ein bisschen Abstand, setz mich auf den Baum. Siehst mehrere Gestalten miteinander kämpfen auf dem anderen Ufer. siehst, dass da 3 Personen in Ketten gelegt sind, die so irgendwie dann niederknien und quasi die anderen 5 haben sich um die herum postiert und haben Waffen gezogen, kämpfen gegen Angreifer. Mhm.
einer von den diesen schwer gerüsteten, da hat Ikayo recht, das sehen, die sehen ein bisschen aus wie Soldaten und du kannst mit deiner Nachtsicht auch Abzeichen erkennen. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du Heraldik? Ja. Sekunde. Muss ich mal nachgucken. Heraldik. Ist jetzt eine gibt Sonderfähigkeit, es nicht Heraldik. Achso, nee, dann habe ich die nicht, wenn das eine Sonderfähigkeit ist. Das müsste, ich weiß gerade nicht mehr auswendig von was. Etikette. Von Etikette, genau. Dann mach mal eine um 1 erschwerte Etikettenprobe. Mach ich. Nö. Sie, es sei denn, also die Abzeichen sagen nicht, sagen dir nichts, die Leute sehen aber aus wie Soldaten, also die Verteidiger sehen aus wie Soldaten. Einer scheint irgendwie seinen Fuß in irgendeiner Falle oder sonst irgendwas gefangen zu haben, versucht ihn irgendwie gerade zu befreien. Und einer der Angreifer, welche, das sind in Pelze gehüllte, merkwürdige Gestalten, kannst nicht genau sehen. Die scheinen irgendwie schwarze Gesichter zu haben, also kaum siehst zwar Augen, die darunter hervorblitzen, aber irgendwie sonst siehst du nur schwarz unter diesem Pelzhaut. Sehr stämmige Person und einer reißt ihn gerade irgendwie mit Anlauf um und schwingt eine große bronzene Axt und hackt ihm damit in den Kopf. Und das. Ja. Okay. Kann ich diese Zeichen, könnte ich das beschreiben? Also wenn ich nicht weiß, was es ist, kann ich die ja wahrscheinlich trotzdem wiedererkennen, oder das sind ja nicht einfach nur irgendwelche wahllosen Striche. Ja, das kann ich gerade selber nochmal gucken. Frage ist, was, um das nachher zu beschreiben, wirst du das haben. Ne? Also sagen wir mal, erkennst die Zeichen, bevor ich da jetzt irgendwie groß und lange nachgucke. Also du kannst sie auch beschreiben nachher. Alles klar. Ohne zu wissen, was es ist. Suche ich mir jetzt hier einen Astabgleich. Ja, ich sprinte auf jeden Fall zurück ins Lager und erstatte Bericht. Ja. Ist jetzt laut genug auf der Gegenseite, die werden mich nicht hören, ja, mich ist, nicht sehen, die haben eigene Probleme. Einige Todesschreie schon fast zu hören. Mhm. Und das nächste, was ihr hört, ist ein relativ unmenschlich klingender Schrei, der fast an eine Art Wolfsheulen oder so erinnert. Und was Goswin mit seiner Nachtsicht als Eule irgendwie sehen kann, ist, dass einer der Gefangenen, die auch in so Pelze gekleidet sind, sich so aufbäumt in den Ketten, diesen komischen, merkwürdigen Wolfsschrei ausstößt und die Ketten sprengt. Und dann auf einen der Soldaten zuläuft, um ihn niederzureißen, der das aber anscheinend bemerkt und seinen Speer gerade versucht herumzureißen. Ich glaube, ich stoße ein leicht erschrockenes Huhu aus. Scooby-Doo! Falsches Universum. Ich würde mich darauf verlegen, das Lager erstmal zu sichern, auch nach Ikarius Bericht. Ja. Also ihr könnt aus dem Lager heraus die ganzen Sachen nicht beobachten, weil der Felshang quasi euch die Sicht auf den Fluss versperrt. Ihr könnt halt nach draußen klettern und auch beobachten, aber dann habt ihr halt keine gute Verteidigungshaltung mehr. Ja, also ich werde auf jeden Fall da bleiben, weil die Verteidigung der Leute ist für mich wichtiger. Mhm. Falls ich dazu kommt natürlich. Ich will mir das angucken. Ich nehme aber meinen Speer mit und meine Schleuder. Ja. Dieser Soldat hat den Speer herumgerissen und diese Gestalt, die die Ketten gerade gesprengt hat, Goswin, läuft auf ihn zu. Der Soldat treibt seinen Speer tief in die Schulter der Gestalt hinein. Und die scheint es aber gar nicht zu interessieren. Sie zieht sich quasi an dem Speer in Richtung von dem Soldaten, packt ihn am Kopf und dreht ihm einmal den Kopf auf 180 Grad. Und der Typ sackt zu Boden.
Während die anderen Soldaten es gerade etwas besser haben, sie haben wohl einige der Angreifer irgendwie mit Schilden und Schwertern abgewehrt und auch einige der Angreifer sind wohl zu Boden gegangen. Ja, ich suche Goswin, ich finde ihn aber nicht. Also werde ich mich in mein altes Versteck zurückziehen und erstmal abwarten. Dann kannst du auch die ganze Sache beobachten, wie der Kampf drüben vonstatten geht. Die Soldaten werden auf kurz oder lang niedergemacht. Hm. Was allerdings ein Problem ist, ist diese Gestalt in der Mitte, was du ja nicht weißt, die Ketten gesprengt hat. Das hat ja nur Goswin gesehen. Weil die, nachdem die Soldaten niedergemetzelt sind, sich daran macht, die Angreifer anzugreifen. Und auch die teilweise lang macht. Während die dann merkwürdige Worte brüllen, die du nicht verstehen kannst und Goswin auch nicht verstehen kann. Irgendwie eine merkwürdige, abgehackte Sprache. Und ja, dann auch anfangen, diese Gestalt irgendwie anzugreifen und sie dann mit mehreren Axthieben auch niederstrecken, dass sie auf dem Boden liegen bleibt. Die anderen beiden Gefangenen werden befreit nach einer Zeit, wenn ihr nichts weiter macht, und die Gestalten, die noch über sind, ziehen sich zurück in die Büsche auf der anderen Seite des Flusses. Alles klar, die haben das unter sich geklärt. Anscheinend. Und uns haben sie nicht gemerkt? Alles gut. Frieden, bra. Wir wollen nichts von euch. Ich mach das, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ich werde mir mal so ein Abzeichen, ja genau, Schuhen. Ich besorg mir mal so ein Abzeichen, so ein heraldisches Zeichen. Da wird ja wahrscheinlich irgendwie so ein Aufnäher oder so, den ich da irgendwie rauspicken kann. Also zurückverwandeln ist nicht, weil ich komme ja nicht über den Fluss. Deswegen werde ich das wahrscheinlich als Eule machen. Mhm. Gut, dann mach das. Schaffst du auch ohne Probleme, da irgendwas irgendwie mitzunehmen. Ja. Die sind so in mehrere Teile zerhackt, also da findet sich was. Ist klar. Ja, dann... Möchtest du dich dann noch weiter umsehen dann in dieser Szenerie? Auf jeden Fall. Also was genau die da für komische Waffen hatten, bronzene Axt, das ist ja interessant. Und ja, also die Waffen der Angreifer sehen sehr grob schlechtig aus. Irgendwie aus Bronze gefertigt wahrscheinlich. Und ja, die Verteidiger hatten ganz normale Säbel und Schwerter bei sich und teilweise halt Speere. Und hatten halt Rüstungen und Helme auf und waren wahrscheinlich Soldaten. Ja. Und die Überreste der Ketten kannst du noch finden. Also es sind wirklich starke Ketten und was auch immer diese eine Gestalt gemacht haben muss, die zu sprengen, das war wohl nicht ganz ohne. Dann den einen Typen, der niedergemacht wurde ganz am Anfang, du findest noch die Überreste einer Falle, einer Bärenfalle auf dem Boden, die unter dem Schnee versteckt war wahrscheinlich. Und die ihm wohl das halbe Bein so ein bisschen weggerissen hat. Und ansonsten hat er ja den gespaltenen Schädel von der Bronzewaffe. Du sagtest irgendwas von, die sehen schwarz aus. Ja, also du konntest die Gesichter nicht erkennen. Also die hatten halt so Fellkapuzen über und dann hast du halt die Augen noch ein bisschen gesehen. Ansonsten war das Gesicht schwarz. Ich pack die mal aus, um mir die Gesichter anzugucken von den Kollegen. Ja, dann erkennst du, dass sie wohl bemalt sind. Mit schwarzer Farbe. Oder dunkler Farbe. Jetzt so im Dunkeln kann man es schwer ausmachen. Vielleicht auch grün oder braun. Okay. Entschuldigung, erzähl das. Ruhig. Was du machst, also, und die sehen aber ansonsten im Gesicht auch aus wie Menschen. So ja. Total normale Menschen. Sind jetzt keine Orks. Keine Orks. Nee. Sind wohl große, grobschlächtige Menschen. Auf beiden Seiten. Also da liegen ja wahrscheinlich dann Tote von beiden Seiten irgendwie rum, oder? Ja, die Soldaten sehen eher so ein bisschen, also zwei von denen sind Nivesen und der Rest war schon Mittelländer oder Nomaden, irgend sowas wird das sein. Braunländer vielleicht.
Und die eine Gestalt, die die Ketten zersprengt hat, die liegt auch noch da, die atmet auch noch. Und als du die Pelze dann dazu irgendwie, wenn du dich traust, den Pelz wegzuziehen, siehst du, dass es eine Frau ist. Oder besser gesagt, ein junges Mädchen. Schwer gezeichnet, also hat den Speer ja immer noch in der Schulter stecken, den sie abgebrochen hat, aber. Und mehrere Axthiebe hat sie abbekommen. Schwer blutend alles liegt im Schnee. Wahrscheinlich kurz vor hinüber, ja? Kannst du jetzt so als Eule jetzt nicht so... Na gut, dann verwandle ich mich halt zurück. Gut. Kannst du ja machen. Ja, tue ich. Also ich wachse einmal Heilkunde Wunden. Mach ich. Ich hab ernsthaft. 8, 27. Wo sind denn die Gestalten in den Büschen? Sind die noch da? Du kannst sie nicht mehr sehen, ne. Du siehst jetzt auf der anderen, das heißt, auf der anderen Seite des Flusses kannst du jetzt, also als sie verschwunden sind, hast du so ein komisches Tier gesehen, was da immer hin und her flattert. Mhm. Wahrscheinlich irgendein Vogel. Und der, und jetzt, just in this moment, verwandelt sich Goswin aus diesem Vogel wieder in Goswin. Ja, eine Qualitätsstufe. Eine Qualitätsstufe. Ja, wenn man diese Gestalt hier liegen lässt, wird sie wohl verbluten. Ja, dann, also wie dringlich ist das? Also mit einer Qualitätsstufe, also die ist nah am Verbluten. Alles klar. Dann schüttel ich so ein bisschen meine Ärmel zurück, mach so meine Arme frei, lege dem Mädchen meine Hände auf die Brust. Mhm. Konzentriere mich und jetzt muss ich mal eben die Formel gucken. Spreche die Formel Saneris. Saneris, okay. Jawohl. Und lässt Lebensenergie in ihren Körper fließen. Sehr richtig. Oh, sieht das gut aus. Naja, ist wieder eine 19er. Ja. Gibt es nun mal auch auf dem Würfel? Immerhin auch Intuition, das geht ja. Nicht auf meinen nicht. Ja, und gib ihr mal 5. Ah, 5 Punkte wieder, okay. Also stabilisiere sie damit. Also das Mädchen hat lange blonde Haare, schätzt so, vielleicht ist die 15, 16, nicht älter. Hat Tätowierungen im Gesicht. So Linien, die sich irgendwie durch das Gesicht ziehen. Ansonsten in Pelz gewandet und halt sehr schwer verletzt. Passt so gar nicht vom Erscheinungsbild her. Also sie ist schon ziemlich kräftig, aber sie passt nicht dazu, dass man irgendwie... Also sie hat die Reste dieser Fesseln auch noch um die Gelenke. Wenn ich halt bemerke, dass die anderen nicht mehr da sind und irgendwann halt sehe, dass Osman sich quasi zurückverwandelt, aber schon vorher werde ich anfangen, einen jüngeren Baum, am besten eine Tanne in Flussnähe, ich habe ja einen Ball dabei, zu fällen und über den Fluss zu kippen, damit man eine provisorische Brücke hat. Okay. Und das wird eine Weile dauern. Ja, und ich brauche dann auf jeden Fall auch noch meine Körperbeherrschungsprobe von dir und gucken, ob du das mit dem Eis auch an den Flussrändern klarkommst. Das kriege ich hin. Moment. Bis dahin, ich würfel jetzt 20, 20, 20. Dann fällst du in den Fluss und... Ja. Trinke. Ja, oder erfrierst. Ich brauche gar nicht gucken. Ich habe Körperbeherrschung 10. Ja, läuft. Also, ich tänze da lang, als wäre ich Ifrin höchstpersönlich. Meine Eisscholle. Irgendwas wird Lot hier schon in dir gesehen haben. Ja. Gut. Und fälle da meine Tanne. Sag mir Bescheid, wenn die kippt. Ja. Ja, wird dann nach einer Zeit irgendwie, das wird wahrscheinlich was länger dauern. Frage ist jetzt, was Goswin auf der anderen Seite noch macht. Also du hast die Person anscheinend stabilisiert.
Atmet wesentlich regelmäßiger und nicht mehr so flach wie vorher. Ja, und ich werd ihr dann mal zumindest für, also ich sehe ja dann wahrscheinlich, was IKU da macht, werde ihr dann schon mal ein provisorisches Lager aufbauen, damit ich sie ein bisschen wärmer, also damit ich sie noch ein bisschen wärmer legen kann. Mit was? Mit den Klamotten von den anderen Typen. Okay, da ist auch noch ein Schlitten, ne? Der haben ja so ein bisschen Ja, Schlitten mit das angestellt und macht's so. natürlich schön einfach. Ich lege sie einfach auf den Schlitten. Auf dem Schlitten liegen übrigens auch Waffen drauf, zum Beispiel ein Schild, ein Speer, mehrere Schwerter, Helme und auch eine große, bronzene, riesige Axt, die ähnlich aussieht wie die Axt der Angreifer. Die Axt ist interessant, den Rest schmeiße ich zur Seite. Soll ich dir mit Waffen? Also im Moment habe ich hier halt einfach eine schwer Verwundete. Gut. Ich lege aber jetzt trotzdem erstmal die Waffen zur Seite, damit die Verwundete auf dem Schild Platz sind. Vielleicht sammle ich die Waffen trotzdem mal auf und wickle sie in. Ich meine, die Toten brauchen ja die Kleidung jetzt gerade nicht. Die müssen wir nachher eh begraben. Frieren werden die nicht mehr. Ja, und dann wird Kaio bald den Baum über den Fluss gelegt haben. Krachend. Krachend bricht er und biegt sich über dieses, also dass ihr zumindest eine kleine Brücke habt, über die ihr laufen könnt, wenn ihr vorsichtig seid. Und das Eis ist könnte auch leicht am Gerade Brechen sein. passiert, Würde ich dann auch direkt mal ausprobieren, die Brücke. würde ich mich dann aber auch langsam mal zu denen aufmachen, weil es passiert ja gerade nichts hier, es kommt Nee, es keiner kommt keiner rüber. mehr. Irgendwann hört der Schlachtenlärm auch auf. Also gehe ich dann mal rüber und dann sehe ich ja die Bescherung. Siehst halt noch mehrere Laternen, die irgendwie umgekippt oder irgendwie so halbwegs flackernd noch irgendwie auf dem Boden liegen. Goswin hat die vielleicht wieder aufgestellt oder gelöscht, wer weiß. Was hast du gemacht mit den Laternen? Ich habe die aufgestellt. Ich brauche das Aufgestellt. Licht ja. Ja. Ich gehe nicht davon aus, Gütige dass die Überlebenden da jetzt zurückkommen. Die waren ja sehr. Schwäne. Ich habe auch ein Kletterseil dabei, sehe ich gerade in meiner Ausbildung. Das werde ich mir um die Hüfte gebunden und wenn ich dann Grandpappy sehe, drücke ich ihm das Seil in die Hand, halt mich mal. Dann würde ich mich auf dem Weg über die Tanne auf die andere Seite machen. Balancierend kommt Ikario rüber zu Goswin auf die andere Flussseite. Da bin ich das Seil dann ab und wenn du willst, komm rüber. Ich hab dich. Ich schling das Seil einmal so als Flaschenzug um den Ast. Frage ist, wie kriegt ihr die Verletzte über den Fluss? Ich weiß ja noch nicht, dass sie verletzt ist. Ich gehe davon aus, alle sind tot. Ja, sobald Ikayo und Lothar drüben sind, winke ich zu denen. Kommt schnell, wir haben eine Verletzte. Oh, toll. Erkenne ich Fjaninger? Mach mal eine Menschenkenntnisprobe. Kann zwar die Sprache nicht sprechen, Oder aber so viel gibt es ja nun auch nicht. alternativ vielleicht Sagen und Legenden oder sowas. Oder Geografie. Sag du mir, was möchtest du? Ja, was du lieber magst. Also Menschenkenntnis, Geografie, Sagen und Legenden. Habe ich auch alles. Mach ich mit. Menschenkenntnis. Definitiv Menschenkenntnis. Ja, versuchen wir es mal darüber. Nee, sagen Legenden. Sagen und Legenden, okay. Oh, Menschenkenntnis. Klugheit in Charisma. Klugheit. Das sind drei Erfolgsgrade. Ja, dann kennst Warte, du ich rechne nach. die Geschichten von den Barbaren, die tief im Eis in den Bergen leben und hin und wieder halt auf Raubzüge irgendwie aus den Bergen herauskommen, Dörfer überfallen oder halt einfach Tiere irgendwie jagen. Manchmal sind sie auch ganz friedlich, aber meistens die Geschichten, die du so gehört hast, das ziemlich blutrünstige, ein ziemlich fast schon orkischer Natur Menschenschlag. Ich schau mal zu Ikayo rüber. Fjaninger. Ich nicke. Ja. Bitte, wer? Ein Menschenschlag tiefst im Eis.
wild, brutal, groß, stark, nicht sehr redselig. Torvald? Torvald. Ja, dann schaue ich mir dieses Mädchen an. Ja. Wie gesagt, höchstens 15, 16 Jahre alt, wenn überhaupt. Lange blonde Haare, Tätowierungen im Gesicht. So. Sehr kräftig gebaut sonst. Also kräftig im Sinne von muskulös. Die sieht nicht so gut aus. Und schwer verletzt, ja. Obwohl die Blutungen hat Goswin ja gestillt. Größtenteils. Ich habe auch Heilkundewunden. Ich würde da jetzt auch nochmal drüber gucken. Ja, mach du das mal, ich werde mich mal um die Toten kümmern. Ja, bitte, bevor sie wieder aufstehen. Ja, dann kannst du auch mehrere, der Goswin hat sie ja auch entkleidet, also die sind auch irgendwie fast ganz mit Tätowierungen übersät. Mhm. Alles große, grobschlächtige Männer und Frauen. Ich würde die ganzen Toten mal möglichst zusammenziehen. Dauert ja auch ein bisschen, aber die dann falten, weil begraben ist im Schnee eh müßig. Und dann würde ich gerne einen Grabsegen sprechen. Okay. Ich unterstütze dich dabei. Also ich würde auf, dann siehst du, ich lege die halt wirklich zusammen. Falte die Arme und dann ziehe ich aus meinem Beutel Schwanenfedern. Und gebe jedem so eine zwischen die Hände. Ja. Und dann würde ich an den Grabsegen sprechen, und zwar ich nehme eine Handvoll Schnee, zerreibe den zwischen den Händen. Milde Ifirn. Brech zu deinem göttlichen Verwandten Boron und lass diese Seelen in die ihnen bestimmten Reiche eingehen und bewahre sie davor, vor schlechtem Einfluss auf ihre Reise über das Nirgendmeer. Gib ihren Seelen den Frieden, den sie im Leben nicht hatten, und trag sie heim an die Gestade, ihrem Glauben entsprechend. Ja. Ich hab immer zwei sind eine Erfolgsstufe, ne? Dann habe ich drei. Okay. Immer drei sind eine Erfolgsstufe. Immer drei, genau, ja. Das immer drei. Kannst du auf deinem Charakterbogen, ist das auch, die Tabelle müsstest du da auch finden können. Gut. Die steht nämlich... Ich hab sechs über, dann sind das zwei. Ja. Genau. Ja, während du dich dir die anguckst, die verletzte Frau, das verletzte Mädchen, und während Lothir da seinen Grabsegen spricht, hast du das Gefühl, dass es auf einmal sehr leise wird um euch herum. Der Wind, der gerauscht hat, scheint so ein bisschen in den Hintergrund auch das Wasser, was fließt, scheint alles das Knarzen des Schnees, auf dem sich Goswin hin und her bewegt. Das alles ist so ein bisschen dumpfer geworden, als Lothir anfängt, sein Gebet zu sprechen. Und du meinst, von irgendwoher Flügel schlagen zu hören, bis dann die Geräusche wieder einsetzen und Lothir sein Gebet beendet. Und guckst dir nochmal die Verletzte an und ja, eine tiefe Wunde an der Schulter, wo noch der Rest des Speerschaftes drinsteckt, den sie wohl abgebrochen hat. Und mehrere inzwischen nicht vernarbt, aber so halbwegs zugewachsene Axthiebe. So auf den ganzen Körper verteilt, auf Beinhöhe, auf Armhöhe. Wahrscheinlich irgendwann versucht, so eine Axt irgendwie abzuwehren mit dem Arm. Warum der Arm noch dran ist, ist dir ein Rätsel, aber. Während ich sie quasi untersuche, würde ich mal versuchen, auf Gareti, auf Nuyaka und auf Aladi zu fragen, ob sie einen Namen hat. Vielleicht versteht sie ja eine der Sprachen. Ist bewusstlos.
Ist bewusstlos, okay. Mhm. Dann, ja, gucke ich mir den Speerschaft an und denke mir, ja, die müssen wir kauterisieren. Mhm. Heißt, wir brauchen Feuer! Und dann wird sie wach. Und das ist nicht schön. Vielleicht sollten wir sie Feuer fesseln. Ja, wo das mit den Ketten schon so gut geklappt hat. Oh, das weißt du ja nicht. Das weißt du, Lukas. Das weiß ich ja nicht. Okay, wenn der Speer noch drin steckt, dann... Wenn du das sagst, schreite ich ja auf ein. Fesseln ist keine gute Idee. Du kannst, also Kaio kann den Rest der Kettenfesseln an den Handgelenken kannst du noch sehen. Guck dir die Handgelenke mal an. Die war ja, mal. Also sie hat so Handschellen-Sachen mit so einer Kette in der Mitte wohl wahrscheinlich gehabt und hat die halt so auseinandergerissen. Ja, ich guck mir die Handschellen an. Das ist beeindruckend, aber wenn wir diesen Speer nicht aus ihrer Schulter entfernen, wird sie das Wundfieber hinraffen. Da würde ich mein Leben drauf verwetten. Also, soweit ich das einschätzen kann, wäre sie sehr ungehalten, wenn sie wieder zu Bewusstsein käme und wieder gefesselt ist. Ich glaube, da machen wir uns keine Freunde mit. Naja, da ich vorhabe, ihr die Wunde auszubrennen, wahrscheinlich mit einer glühenden Klinge, wird sie so oder so nicht erfreut sein, wenn sie wieder wach wird. Ja, dann wird sie wach, reißt die Fesseln los, verwandelt sich wieder in einen Wolf und frisst dich auf. Sie macht was? Ja, ich hab's gesehen. Sie macht genau Ich nehme das. Abstand von dieser Frau. Jetzt. Sofort. Okay, lassen wir sie liegen. Die kommt schon klar. Die Viecher sind zäh. Ist mir egal. Aber hast du das nicht gleich gesagt, du Idiot? Ich gucke. Obwohl, wenn der Wolf sagt, also unter den Wesen sind Wölfe heilig. Also, besonders, es gibt unter. Ja, aber Werwölfe? Es gibt unter den Wesen auch besondere Kinder von den Götterwölfen, die sich auch in Wölfe verwandeln können. Das sind ganz spezielle, meistens Schamanen oder irgendwelche ganz besonderen Personen im Stamm. Also ich habe ja Wolfsaugen. Ja. Von daher, ich kenne das, aber Werwölfe? Es kommt jetzt die Frage, wie du seine Anspielung verstanden hast. Ob das eine Werwolf-Anspielung war oder ob du jetzt anders darüber denkst, dass es vielleicht ein Wolfskind ist oder so. Auf irgendeine Art und Weise. Okay, ich gehe trotzdem erstmal so ein bisschen auf Abstand. Nur für den Fall, dass sie aufwacht. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist ganz normal, wenn sich Menschen in Tiere verwandeln können. Das kann ich auch. Ich guck ihn an. Pass mal auf. Aber auch nochmal klarzustellen. Warum bist du eigentlich immer so garstig? Um das aber auch nochmal ganz klarzustellen, er hat sich nicht in einen Wolf verwandelt. Ne? Also, falls das so rübergekommen sein sollte. Es gab nur dieses Wolfsgeheulgeräusch. Ach so. Mhm. Er hat sich nicht verwandelt. Ja. Ja, mir hat er gesagt, sie hat sich in einen Wolf verwandelt. Das war jetzt auch im Eifer des Gefechts nicht so genau zu sehen. Ja. Warum ich so garstig bin? Weil du die ganze Zeit einen Blödsinn von der Schneelawine lässt, dass ich mir nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ich meine, du bist ein Südländer, das hier sind die Nordlande. Mach mal deinen Mund hier nicht so auf und stell dich hinten an. Hä? Ich leg Schnee auf die Wunde um den Speer. Mhm. Schön am Kühlen. Ich denke, man ist so langsam meine Liturgie, also mein Grabsingen auch zu Ende. Ja, wie gesagt, dass du, als du den beendet hast, dann kommt erst dieses Gefühl, dass diese Stille auch aufhört und so. Während du gesprochen hast, haben alle irgendwie dieses Dumpfe, wie als die Geräusche zurückgedrängt wurden und dann dieses Flügelschlagen gehört, als du kurz vor Ende warst und dann als du mit den Segen beendet hast, ist dann quasi der ganze Geräuschpegel wieder aufgeflammt, der da hinten rum passiert. Woraufhin ich auch sofort einen Anpfiff gekriegt habe. Korrekt. Ja. Ja. Was? Ha, der Gewalt ist wieder unter uns. Zumindest Goswin und Lothir kennen ja das Gefühl. Also Lothir wahrscheinlich, weil er Geweihter ist. Und Goswin wird wahrscheinlich irgendwann mal in der Boron-Messe wahrscheinlich mal teilgenommen haben. Und klar.
Also dieses Gefühl dieser Dumpfheit, dieser Stille, die in Borans Hallen ja auch herrschen soll, das wäre dieses Gefühl, was ihr alle hattet. Und die Schwingen halt, klar, das von Golgari, von dem Vogel, der einen übers Meer trägt. Man hat ihn nicht gesehen, aber vielleicht war er da. Was ist jetzt das Problem? Goswin sagt, dass die sich hier in einen Wolf verwandelt hat. Was machen wir jetzt? Ich muss den Speer rausziehen und die Wunde versorgen. Sie füttern? Was? Verzuckt mit den Schultern. Sie kann sich in einen Wolf verwandeln. Und sie hat was mit den Fesseln gemacht? Die sind aus Eisen. Ja, und? Ja, was du sagst, wenn du es anguckst, kannst du das sehen. Das ist halt geborsten, das eine Kettenglied in der Mitte. Vielleicht war das angerostet an der Stelle, obwohl, Rost kann dann das Ganze nicht richtig sehen. Also, wenn sie sich in einen Wolf verwandelt und so angreift, kann ich sie beruhigen. Sonst nicht! Idioten! Alles Idioten! Der eine sagt Ochsenheche, der nächste sagt, ich kann sie beruhigen, wenn sie uns angreift. Also ganz langsam, wir müssen die Wunde auf jeden Fall versorgen, das ist unstrittig. Ja. Ich würde vorschlagen, wir bringen sie ins Lager und versorgen sie dort. Und wenn sie aufwacht und ausrastet, haben wir eine Torwalerin, die vielleicht ihr dann einen so heftig auf die Glocke haut, dass sie nicht mehr aus. Steht mit dem Knüppel daneben. Darf ich? Sie hatte jetzt in meiner Vorstellung eher so den Bud Spencer Doppelhandmove. Ja. Noch ein Pferdekuss. Ich guck mal so zum Fluss. Du sagst, sie ist kräftig gebaut. Mhm. Ich würde also mal versuchen, sie für ihr Alter und ihre Größe auf jeden Fall sehr schwer, wahrscheinlich. Ich guck mal zu Lothir und frag, wenn wir sie dir auf die Schultern heben, kriegst du sie über den Baum? Oder fällst du dann runter und ihr ertrinkt beide? Also erstens kann ich schwimmen. Zweitens, ich bin keine 70. Bin ich mir bei dir nicht so sicher, ist das Problem. Pass auf, wer gleich schwimmen geht. Aber ja, versuchen wir das. Hältst du das wirklich für eine gute Idee, hier schwimmen gehen zu wollen? Ach, der kann das. Ihr führen wir weiter. Ich wundere genau mich. Genau das. Dann, würde ich mal Goswin angucken und sagen, pack mit an. Und dann würde ich versuchen, das Mädchen auf Lothirs Rücken zu schnallen und mit meinem Kletterseil dran zu befestigen, dass sie sich nicht festhalten kann und er die Hände frei braucht. Ich weiß jetzt nicht, wie... Aber ich glaube jetzt, dass ich die mit Körperkraft 14 hochgehoben kriege. Ja. Um sie jetzt über den Baum rüber zu transportieren, würde aber schon auf jeden Fall noch eine Kraftaktprobe nötig sein. Ja, das habe ich befürchtet. Ja. Oh, die hat gut gegessen. Glaubst du schaffst das? Der zweite Wert bei Kraftakt, ich muss mal eben gucken. Körperkraft. Nee, Konstitution, Körperkraft. Dann habe ich zwei Erfolgsgrade. Ja, dann schaffst du das, irgendwie sie darüber zu tragen. Das Eis so knackt echt verdächtig, als ihr euch dann über den Baum bewegt. Ich habe ganz schön zugenommen. Knirsch. Knirsch. Danke Gott, jawohl, fürs Folgen. Und hallo an alle übrigens mal aus dem Chat. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wenn er drüben ist, können wir ja dann auch. Mhm. Ich würde Goswin angucken. Willst du zuerst oder soll ich vorgehen? Ich guck mal so skeptisch auf den Baum. Ich probier's mal. Wir sollten auf jeden Fall nicht zu zweit drauf. Eis dürfte mittlerweile ganz schön brüchig sein. Mhm. Ich will dich nicht beunruhigen. Mach's einfach. Nicht drüber nachdenken. Super. Das ist meine Akolytin in Spee. Ja, natürlich schaffe ich das nicht. Warum fliegt er nicht einfach? Er ist doch Magier. Das hat er ja schon auf dem Hinweg gemacht, ja. Das war schon, weißt du, so niedriger als Astralkraft 5 kann nur einmal sein. Ja, ich erinnere dich daran, dass du Schicksalspunkte hast, die du ausgeben kannst. Oh ja, dann mache ich das doch. Das war ein kompletter Würfelwurf, ne? Du kannst beliebig viele Würfel neu würfeln. Ah, gut. Dann würfel ich 2 Würfel neu. Mhm. 20-20. Kann passieren. Ich hoffe nicht. Nein. Nein, dann ist... Oh! Elfen gleich. Da kommen die Gene wieder aus ihm hervorgeprescht. Legolas. Ja. Legolas auf der Schneedecke. Ich bin beeindruckt. Alles klar. Genau deswegen habe ich nicht gezaubert. Gott, ja, aber es können nicht nur Hexen fliegen, also mit den richtigen Utensilien und Zaubern können auch Magier fliegen. Hey, zum Beispiel, wenn sie sich in Eulen verwandeln. Oder wenn sie einen fliegenden Teppich besitzen oder so. Du meinst, wenn sie cheaten? Ja, ich würde dann hinterher. Und auch hier nochmal eine Körperbeherrschungsprobe. Aber mit Leichtigkeit. Ja, leichtfüßig, wie eine Elfe. Ja. Fast so cool wie im Goswin gleitest du über den Baum. Und kommt auf der anderen Seite an und bringt das verletzte Mädchen in euer Lager. Und sie wird mit großen Augen begutachtet und dann wollt ihr die Wunde ausbrennen, ne? Ja, das heißt, ich werde ein Messer ins Feuer legen und darauf warten, dass die Spitze halt, dass die Klinge anfängt zu glühen, und währenddessen werde ich die Leute instruieren, was passiert und was getan werden muss. Mhm. Also aka, wir brauchen mehrere starke Männer, die sie festhalten, weil sie wird sich wehren. Und der hat gesagt, sie kann sich in einen Wolf verwandeln, also brauchen wir vielleicht auch jemanden, der ihr eventuell dann das Maul zuhält, sollte das passieren, aber er hat gesagt, er kann sie beruhigen. Das ist jetzt besser. Und den Rest erledige ich. Okay. Dann eine heilkunde Wundenprobe mal fürs Kauterisieren der Wunde. Kann man da quasi mithelfen oder ist das Kannst du mithelfen, so ein Ding allein? Könnte ich gerne eine Sammelprobe machen. Aber auch die 19 sollte ich schaffen. Ist ja nur die 19. Fingerfertigkeit, das sind 5, dann habe ich 4, dann habe ich eine Erfolgsstufe. Sehr schön. Moment, ich muss immer gucken, welches der zweite Wert war. Ich könnte. So. Fingerfertigkeit. Nee. Dann habe ich noch 2 Erfolgsgrade. Okay. Dann schafft ihr das und sie wird kurzzeitig natürlich wieder zu Bewusstsein kommen. Nochmal 3 drauf. Ja, dann erst recht. Und kurzzeitig wieder zur Besinnung kommen, irgendwie hochschnellen, irgendwie einen Schrei ausstoßen und dann vor Schmerz sofort wieder wahrscheinlich wieder in Ohnmacht versinken. Aber sie verwandelt sich nicht in einen Wolf und geht auch nicht auf euch los oder sonst irgendwas. Puh. Ich habe überhaupt nicht geschwitzt. Nein, das habe ich nicht. Alles gut. Sofort gefroren. Alles sehr, sehr gut. ich habe währenddessen natürlich den Speer rausgezogen, die Wunde dann kauterisiert und würde die jetzt nachversorgen. Also saubere Tücher drüber. Okay. Schneeverband. Sagst das ziemlich gut. Gibt Leute, die können das besser. Na gut. Gut. Die
die Wappen, die Goswin ja auch mitgebracht hat, könnt ihr euch jetzt nochmal angucken. Also Ikayo und Lothir können ja auch nochmal Etikette würfeln, wenn sie das möchten, um sich die Wappen ja, nochmal genauer anzugucken. Weißt du, ich habe Etikette auf Null. Kann passieren, dass man das schafft. Dann ist es noch minus 1, ne, trotz allem immer, ne? Also Erschwernis um 1 bedeutet, dass alle Proben um 1 erschwert sind. Doppel 1. Ja, super. Nö. Ikayo erkennt es sofort. Wahrscheinlich hast du schon mal solche Soldaten gesehen. Die sind hier auch gar nicht so selten. Das sind nämlich Soldaten des Kaiser Gerbald Vororts, das hier in der Nähe ist. Kaiser Mittelreichische Gerbald? Soldaten. Ja. Ich habe auch eine Ahnung, woher Ikayo das Kaisers kommt. Soldaten oder der Kaiserin. Mittelreichische Soldaten. Also politisch gehört die Region ja auch noch zum Mittelreich dazu. So lose. Echt? Zumindest so, dass dort Außenposten und Stützpunkte des Mittelreichs sind. Vor allen Dingen schiebt der mittelreichische Adel hier gerne Leute hin ab, die sich nicht so gut benommen haben. Die streiten sich so ein bisschen zwischen Mittelreich und Bornland. Ja. Aber das Fort gehört halt ganz eindeutig zum Mittelreich und das ist auch eine bekannte Größe hier in der Gegend eigentlich. Alles innerhalb dieser Mauern gehört zum Mittelreich. Ja, wenn ich sie dann soweit grundlegend versorgt habe, halte ich erstmal Wache. Für den Fall, dass sie Fieber bekommt, aufwacht, keine Ahnung, Albträume bekommt. Einfach nur, um zu gucken, dass sie die nächsten Stunden auch überlebt. Ich bin mir ziemlich sicher, aber man kann ja nie wissen. Ja, ihr habt sie so gut versorgt, dass die Chancen sehr gut stehen. Sie ist halt schwer angeschlagen, aber naja. Ihr wart gut, muss man ja mal sagen. So, die anderen sind relativ skeptisch, was das angeht. Immerhin hat dieses Mädchen Fesseln angehabt. War anscheinend Sträfling oder sowas. Kann ich ihr die Ketten abnehmen um die Handgelenke? Du kannst versuchen, sie mit Schlösserknacken zu öffnen, ja? Gerne. Ja. Definitiv ja. Dann kannst du ihr die Überbleibsel der Ketten abnehmen. Ja, das werde ich dann auch tun. Sie atmet ruhig, gleichmäßig und ihr packt sie wahrscheinlich irgendwie dick in Fell und Decken ein, sodass sie nicht irgendwie anfängt noch zu unterkühlen oder so. Und der Rest des Abends verläuft dann auch relativ gemächlich und seicht und ohne weitere Zwischenfälle. Ich gehe dann recht bald schlafen. Wenn sie den nächsten Tag Nachtwechsel überlebt, dürfte sie es geschafft haben. Wenn sie kein Fieber bekommt. Ja, am nächsten Tag ist sie immer noch nicht bei Bewusstsein. Aber, atmet immer noch, es lebt noch. Ich habe Lieska neben mir schlafen lassen, dass sie ihr auch noch ein bisschen Wärme spendet, Körperwärme. Ja, der Hund scheint sie irgendwie zu mögen. Lieska mag jeden. Ja. Das ist das Problem. Ja, wenn sie wirklich irgendwas Wolfsartiges ist, dann, ich habe ja auch gelbe Hundeaugen, also. Wer weiß. Ja. Gut, wenn sie am nächsten Tag noch schläft, würde ich Kasimir fragen, ob wir einen Schlitten für sie kriegen, sonst würde ich noch eine Schleife bauen. Wir haben doch habt ihr nicht erzählt, dass drüben auch noch ein Schlitten ist? Vielleicht nehmen wir den. Wenn wir den über den Fluss kriegen, ist die Frage. Magier! Kannst du Dinge über Flüsse schweben lassen? Ähm,
primär bin... Habe ich einen Namen? Gosling? Und ja. Weiterhin, ich bin kein Magier. Wie mein jetzt? Verwandelt sich in ein, mein verwandelt sich in einen Vogel und dein Auge leuchtet so komisch. Technisch gesehen bin ich ein Magier, ja, ja, alles klar. Allerdings gebührt mir diese Anrede eben nicht, weil ich Adeptus bin. Es ist förmlich nicht korrekt, mich Magier zu bezeichnen. Okay, Adeptus, kannst du Dinge über Flüsse schweben lassen? Neben der förmlichen Anrede habe ich dir gerade schon gesagt, ich habe einen Namen. Gossi, Schätzchen, kannst du Dinge über Flüsse schweben lassen? Nein. Er ist ein Scharlatan. Ach, wer weiß. Was kannst du eigentlich? Ich kann dich ziemlich gut nerven, anscheinend. Ja. Das ist jetzt nicht so die Kunst. So kommt es sofort ein bisschen weiter hinten. Ja. Ja, wenn wir den Schlitten über den Fluss kriegen, dann natürlich. Es sei denn, er wurde beim Kampf zerstört. Also ich habe keinen Schlitten gesehen gestern Nacht. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir die Bücher und so umschichten könnten. Nicht, dass sie nachher kaputt gehen oder sonst was. Wie wär's mit dem Hundeschlitten? Ja, da sind ja die Bücher drauf gelagert. Auf dem einen Hundeschlitten. Kann man die nicht auf Menschen umverteilen? So viel? Wer trägt das denn dann? Du? Na, so stark bin ich nicht. Siehst du? Wir können es jetzt okay. versuchen. Ich gehe mal zum Fluss. Vielleicht sehe ich da einen Schlitten. Kann ich Liska vorspannen. Ja, es gibt halt den einen Schlitten auf der anderen Flussseite, wo noch die große bronzene Axt drauf liegt. Wie groß ist der und kriege ich den über die Tanne? Das würde von einer Kraftaktprobe erschwert um 1 abhängen. Wenn du dir Hilfe holst. Genau das werde ich auch tun. Ich bin nicht die Stärkste. Also gehe ich zu meinem liebsten Grandpappy. Lothia! Ja? Magst du mir einen Schlitten über einen Baum tragen? Bitte, 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 bitte? Muss ich mal drüber nachdenken. Bitte, 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 bitte. Du wärst auch mein absoluter Lieblingsgeweihter. Wie viele Kinder sind bei mir? Ja, ja. Ich schieb sie so zur Seite. Danke! Also so kriegt man sie nicht. Hm? Ich hab nur mit mir selbst geredet, Entschuldigung. Na dann. Gut. Ja, die Toten, die inzwischen schon relativ steif gefroren sind. Mhm. Aber ja. So macht man halt im Eis. Ja, du musst auch schon einige Vögel musst du verscheuchen, die sich an den niedergelassen haben. Mensch am Stiel. Ja, geh doch mal weg hier. Hab doch mal ein bisschen Respekt vor der Totenruhe. Wie gesagt, dann die Körperbeherrschungsprobe. Die Kraftaktprobe, um den Schlitten rüber zu kriegen. Erschwert um 1. Ja, das wird jetzt nicht mehr... Ich würde gerne einen Schicksalspunkt ausgeben. Und ich möchte komplett neu würfeln. Okay. Was war der letzte? Körperkraft. Dann habe ich noch einen. Ja, immerhin. Dann schaffst du es, den Schlitten gerade eben so noch über den Baum zu tragen, bevor
es Knack macht und der Baum knackend im Eis versinkt oder im Fluss versinkt. Warum mache ich das immer für dieses kleine Ding? Das ist ja wohl nicht so. Ja, am anderen Ende. Am anderen Ende mit so zwei, wie so bei den japanischen Fächern, so Lo, Tier, Lo, Tier, Lo, Tier. Ich frage mich das jedes Mal, wenn sie mich zu irgendwas überredet. Und warum schafft sie das jedes Mal? Jedes verfluchte Mal. Ja, wenn er drüben ist, kriegt er von mir einen Kuss auf die Wange und dann ziehe ich den Schlitten auch höchstpersönlich rüber. Jetzt habe ich mir aber auch was verdient und ich setze mich auf den Schlitten. Der Schlitten rutscht rückwärts den Berg runter Richtung Fluss, weil ich ihn nicht festhalten kann. Wenn du nicht abspringst, landest du gleich im Fluss. Tja, springst du ab? Versinkt der Schlitten im Fluss, wenn du abspringst jetzt und sie nicht festgehalten hat. Ach, ich würde. Ich stelle mich quasi mit den Füßen in den Schnee und versuche irgendwie gegen sein Gewicht anzukommen, aber wenn er drauf sitzt, funktioniert das nicht. Da ich irgendwie so eine böse Vermutung habe, wenn der Schlitten, würde ich versuchen, den Schlitten zu fangen mit der Axt. Mhm. Ja. Also so quasi dann nach hinten fallen lassen, den Schlitten umklammern und mich zur Seite werfen mit dem Schlitten. Ja, ist klar, sieht gut aus. Das dürfte zwar wehtun, aber. Wow, kriegst du aber hin. Pong, 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 pong. Au. Ja, das ist jetzt aber nicht meine Schuld. Immer noch nichts im Arm. Oder willst du sagen, ich hätte zugenommen? Zugenommen. Kann ich die Aussage verweigern? Nee. Du bist trotzdem mein Lieblingsgeweihter. Ich komm da wieder hoch mit dem Schlitten und der Axt. Ich verschweige dabei tunlichst, dass er der einzige Geweihte ist, den ich kenne. Das ist ihm schon klar. Können wir dann jetzt? Ja. Ich würde Liska ein provisorisches Geschirr basteln. Ich habe ja noch das Seil. Sie vor den Schlitten binden und mir gleichzeitig auch eine Schlaufe machen, dass ich mit ihr ziehen kann, zum Teil. Also ein Hund und eine Ikayu. Richtig. Damit sollten wir durch den Schnee kommen. Mhm. Ja. Gut, der weitere Weg Richtung Norden ist relativ beschwerlich, aber ihr erreicht im bevor es wieder dunkel wird, was ja wie gesagt im Norden relativ früh passiert, die ersten Ausläufer des kleinen Dörfchens oder der großen Stadt hier im Norden, Frisov, ja. Und ich mache Folgendes. Das ist also der große Ort hier? Ja. Ja, richtige Großstadt, überraschend, nicht wahr? Ich wette, so eine große Stadt hast du noch nicht gesehen. Damit stief ich so an dir vorbei, so. Also Frisov ist doppelt so groß wie Frigorn, also hat doppelt so viele Einwohner, also 300. Also die Karte habt ihr ja im Google-Doc auch gekriegt, hier nochmal für die Zuschauer, das ist eine kleine Karte von Frisov. Das ist nicht so klein, die Stadt, also die ist schon... Also das Dorf, also für mittelreichische, also ist jetzt nicht so groß wie Lohwangen, aber das ist auch nicht so, man versprach mir eine Metropole. Und auch nicht so groß wie Riva, aber es ist halt ein kleines Küstenstädtchen, so könnte man das sagen. Ist die größte Stadt, in der ich jemals war, ja. Genau, Steelhammer sagt auch schon, das ist doch schon recht groß. Ja, es ist auch für die Gegend, da ist es auf jeden Fall eine Großstadt. Man sieht, dass das Meer an der Küste halt schon schön zugefroren ist und als ihr näher kommt, könnt ihr einige Kinder sehen, die auf dem Eis mit sich Kufen unter die Füße geschnallt haben und irgendwie Schlittschuh laufen. Und spielen auf dem Eis.
Ach, da steht sich doch ein breites Lächeln in mein Gesicht, wenn ich die Kinder sehe. Es sieht mehrere kleine Schiffchen, die im Hafen verteut sind, die halt nicht losfahren können, weil es halt alles zugeeist ist. Ansonsten, ja, man hört auch das geschäftige Treiben eines Dorfes. Jetzt kommt er mir gleich wieder mit. Früher warst du auch mal so. Früher warst du auch mal so klein. Ist gar nicht mal so lange her. Ja, ich weiß, du kannst dich dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Dass ich auf deinen Knien saß und dir bei deinen Geschichten zugehört habe. Ach ja. Sag mal, Goswin, meldet sich Kasimir. Ja? Ihr seid doch hier der von Rang und Namen und so. Gelehrter Herr, ja. Gelehrt, genau, so nennt man das. Sollten wir nicht irgendwem Bescheid sagen, dass wir Soldaten gefunden haben, also und wo sie liegen und so? Ja. Und diese Frau irgendwie abgeben? Also bei den Soldaten habt ihr durchaus recht, Kasimir. Gibt es denn hier irgendwelche offiziellen Stellen, an die man sich wenden? Es gibt aber bestimmt, es gibt auf jeden Fall Büttel. Büttel. Ja. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Dann sollten wir die Büttel darüber informieren, was wir erlebt haben. Mhm. Ja, ich habe ja davon nicht so viel mitgekriegt. Das könntet ihr dann ja übernehmen. Das würde ich dann übernehmen. Sehr gut. Eine Sorge weniger. Immer diese Verkomplizierungen. Aber immerhin haben sie nicht uns, sondern die Soldaten angegriffen, diese Wilden. Wie hießen die noch? Was hat der gesagt? Was hat der Geweihte gesagt, wie sie heißen? Fjarninger. Ah ja. Ich habe mal von denen gehört, aber Gott sei Dank noch nie einen gesehen. Ja. Doch. Wie doch? Ich deute auf unsere Verletzte. Ach, die ist auch so eine. Sieht gar nicht so aus. Also bis auf die Tätowierung im Gesicht. Aber es gibt ja überall merkwürdige Sitten und Gebräuche. Und immerhin habt ihr zwei verschiedene farbene Augen und das Mädchen da drüben zwei Wolfsaugen, was immer noch sehr merkwürdig ist. Wo es mir jetzt gerade auffällt. Aber im Zelt habe ich da gar nicht drauf geachtet. Irgendwie war ich abgelenkt von anderen Körperteilen. Ach, keine Sorge, das passiert jedem am Anfang. Schöner wäre es, wenn du auch noch Nachtsicht oder sowas hättest, du die so im Dunkeln leuchten würden. Ist mir im Zelt gar nicht aufgefallen. Ja. Ich habe ja immer noch das Mädchen hinter mir im Schlitten. Mhm. Die ist immer noch nicht aufgewacht. Was gibt es denn ein Heiler in diesem Ort? Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht fragt ihr mal die beiden anderen hier. Die kommen ja auch hier aus der Gegend. Ich habe noch nie einen Heiler gebraucht hier. Ich drehe mich zu den beiden anderen um. Gibt es denn einen Heiler in diesem Ort? Es gibt eine Heilerin, ja. Und zwar... Der super vorbereitete Meister sucht es heraus. Glaube ich, hoffe ich, dass ich es möglichst schnell finde. Und was stand es nicht auch auf der Karte drauf? Kann mal kurz gucken. Wo ist denn die Karte? Das ist die alte Nornora? Genau, ja, genau. Aha. Ja, Hütte der alten Nornora, genau. Nornora. Das ist die Heilerin des Dorfes. So eine Kräuterfrau mehr oder weniger. Ah, da, Nornora, okay. Mhm. Nornora. Ja. Dann würde ich doch vorschlagen, wir liefern unsere Versehrte dort bei der werten Nornora ab und gehen dann zu dritt zu den Bütteln und berichten unsere Erlebnisse der gestrigen Nacht. Was ist, wenn sie aufwacht? Da gibt es wahrscheinlich eine Heilerin weniger.
Aber doch nicht nur Nora! Ich glaube, mir hat damals geholfen, als ich mir das Eis gebrochen habe, weil es zwischen zwei als ich mir das Bein gebrochen habe, als es zwischen zwei Eisschollen stecken geblieben ist. Ja, ich glaube, wir können ihr schon 2-3 Warnhinweise geben. Die kennt sich mit sowas, denke ich, aus. Ja. Was Büttel betrifft, wie hast du die genannt, Ikario? Ich glaube, Büttel gibt es hier gar nicht in dem Sinne, sondern das sind bezahlte Schläger? Also ich würde vielleicht mit dem Dorfvorsteher reden. Jetzt wollen wir doch mal das Ganze runterbrechen. Ja? Was sind Büttel denn anderes als bezahlte Schläger? Philosophische Frage. Ja. Da hat der feine gelehrte Herr gar nicht so unrecht. Nur gelehrter Herr. Ich bin nicht fein. Also was Lothia und Ikayo auf jeden Fall wissen, ist, sehr viel Einfluss haben hier natürlich der Effard-Schrein, den es hier gibt. Ist auch das Einzige, was so ein bisschen an Tempelgebäude erinnert. Die anderen Götter, die hier verehrt werden. Es ist halt stark nordbadisch geprägt, Friesow. Ja, es ist noch. Es gibt auch Altäre noch für Firun, Ifirin und Mokosha. Aber sonst ist das einzige wirklich richtige Gebäude, was nicht wirklich, was nur so ein Schrein ist, also ja, eigentlich. Die Leute bezeichnen das als Tempel, weil sie der festen Annahme sind, es wäre ein Tempel, aber naja, Goswin würde es, wenn er es sieht, halt Lothir wahrscheinlich auch besser wissen. Ich glaube, ich habe sehr schnell gemerkt, das ist hier einfach alles nur Nummer kleiner. Das ist okay. Genau, alles nur Nummer kleiner. Und vor allen Dingen, das Einzige, was hier wirklich groß ist, ist der Handelskontor. Die Familie Egeliov, die haben hier sehr viel Einfluss. Ikario, das ist dein Gebiet. Ja. Mit den Egeliovs wird die Ikario auf jeden Fall schon mal zu tun gehabt haben, wenn sie ganz viel mit Handel arbeiten. Dann würde ich mich auch dahin auf den Weg machen. Also sagen, dann gehen wir jetzt dahin und erzählen mal, vielleicht wissen die, was zu tun ist. Zu den Igelios? Ja. Ich würde trotzdem erst zur Heilerin gehen und dann zu denen. Ja, erst zur Heilerin, das Mädel abliefern, dann... Okay. Ob Fjardinger nach verschwundenen Leuten suchen oder halten sie... Also die Kollegen, die versucht haben, sie zu befreien, sind ziemlich schnell Die haben sie ja selber niedergeknüppelt. Ja, das war etwas merkwürdig. Ja, sie sind ein eigenes Völkchen. Er zuckt mit den Schultern. Ja. Übrigens, was Ikayu auch weiß, ist, dass es... wie alt ist Ikayu? Circa 23. Ach so, okay. Seid ihr nicht im gleichen Alter, aber du kennst halt ein junges Mädchen namens Vika, die wohl in der Lehre ist, gerade bei der Nornora. Die ist aber auch von nivesischem Blut, was jetzt hier nicht so selten ist, hier im Norden, aber... Ja. Nornora ist Heilerin und Hebamme des Dorfes. Sehr gut. Die weiß, was zu tun ist. Ja, dann nix wieder hin. Gut, dann kommt ihr an dieses etwas abgelegene Haus an und es riecht sehr, also schon als man sich der Hütte nähert, ein sehr süßlicher Geduft liegt in der Luft. Irgendwie herrscht schon noch Wind, irgendwie, der vom Meer aus irgendwie auf das Dorf zutreibt und alles so ein bisschen eisig werden lässt. Aber hier, als man sich dieser Hütte nähert, scheint man so ein bisschen das Gefühl gehabt, alles so ein bisschen wärmer zu sein. Und es liegt so ein süßlicher Duft nach irgendeiner Art vielleicht Essen oder irgendwelche Kräuter oder Tee oder irgend sowas so. Ihr könnt euch nicht ganz entscheiden, welches Bild in eurem Kopf gerade durch diesen Duft erzeugt wird. Und der Schornstein raucht auch sehr stark und der Schnee ist irgendwie relativ sorgfältig vor der Hütte weggefegt. Und ihr seht halt ein kleines nivesisches Kind mit einem Besen auch gerade die letzten paar Reste von der Veranda, paar Flocken von der Veranda herunterkehren. Oh, wir haben Besuch!
Wir haben Besuch. Tante Nonora, wir haben Besuch. Oh, wer seid denn? Ach du, Aikaju! Läuft dir so entgegen mit so ausgebreiteten Armen. Ich halte Liska am Halsband zurück, damit sie nicht umspringt. Die freut sich sehr, sie zu sehen. Nehmen sie dann hoch. Ja. Na! Lang nicht gesehen! Das ist viel zu lange. Ah, ist ja super, dass sie uns wieder besucht. Darf ich wieder mit dem Hund spielen heute Mittag? Bitte, 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 bitte. Natürlich, nehmen sie mit. Das Mädchen ist ungefähr 9 oder 10 Jahre alt. Ach, die werden auch immer größer. Ja, das letzte Mal, wo Lothar sie gesehen hat, war sie noch im ganzen Kopf kleiner. Mindestens. Lothar, ich lege meine Hand auf seine Schulter. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, das ist das Teuflische mit der Natur. Tante Nonora wird sich freuen, euch wiederzusehen. Aber wen habt ihr denn da mitgebracht? Auch einen Elfen! Also, bist du noch total vermummt? Das ist, oder ist das... Mir ist kalt. Okay, dann. Ja. Wen habt ihr denn da mitgebracht? Also, dann sagt sie das mit den Elfen natürlich nicht. Das ist Adeptus Leuchterauge und den hier müsstest du kennen. Und ich. Adeptus Leuchterauge! Goswin Allebrecht ist mein Name. Ah. Du darfst mich Goss nennen. Okay, Goss. Ein merkwürdiger. Ich bin Vika. Rechte so die Hand. Ich reich auch die Hand. Ja, dann zieht sie sich an deiner Hand dran und umarmt dich. Also man merkt sichtlich, dass das ungewohnt ist. Dass ich aber bemüht bin, die Sitten dieser Lande irgendwie auch so... So. Ich habe eben Tee aufgesetzt. Vielleicht wollt ihr was trinken. Ich habe das echt gut drauf in letzter Zeit. Sagt zumindest die Tante. Hey, Kleines. Aber was ist denn da auf dem... Oh. Ja, wir haben Arbeit für euch. Wir müssen deswegen auch zuerst noch zu... Wie hießen die nochmal? Wo habe ich es mir aufgeschrieben? Nonora. Nonara heißt sie. Nicht Nonora. Nonara. Ja, nicht zu Nonora, sondern zu der anderen. Ach, die Handelskontore? Irkieljof. Ja. I-R-G-J-I-L-O-F-F. Ja. Naja, ansonsten, Kaio, kannst du auch schon mal vorgehen und wir bleiben so lange hier. Ja. Ja, trink den Tee nicht aus. Ich habe immer für euch noch was Tee. Ich kann den auch nachmachen. Liska, bleib. Ja! Liska setzt sich. Aber nicht wieder das Haustier annagen oder dran rumschlecken. Das ist böse. Ja. Öffnet dann die große, grobschlächtige Holztür zur Hütte und in der Tat kann man drinnen halt eine große Kräuterstube erkennen. Es überall hängen getrocknete Kräuter von der Decke. Es riecht herrlich nach, jetzt kann man das auch identifizieren, nach einem süßlich duftenden Tee. Und die Wärme ist besonders für Goswin, wenn er über die Türschwelle tritt, gerade so, als würdest du halt so einen Wärmeschwall gerade irgendwie dir entgegenführen. Und es ist, es gibt so eine kleine Kochnische, die in einer Ecke ist und da steht eine etwas ältere Frau, die ungefähr so 60 Lenze zählt oder so, in etwas gebückter Haltung und rührt gerade in so einer Brotrührschüssel herum. Und es duftet auch so ein bisschen nach Teig über den Teegeruch. Und das einzig Merkwürdige an dieser Szenerie ist auf dem Tisch, hinter dem sie steht, eine große, dicke, warzige Kröte sitzt. Oh, Nonara, jedes Mal, wenn ich bei dir reinkomme, wird mir warm. Ja, ist doch gut in Zeiten wie diesen. Herzlich willkommen, was führt euch denn zu mir? Er schmeißt erstmal den Ifernmantel von den Schultern, knöpft sein Hemd auf. Sieht der fängt voll an zu ölen. Hitzeempfindlich ist echt ein Nachteil. So. Ja, das ist nicht richtig Hitze hier drin, aber es ist halt viel zu warm für ihn. Ja. Aber vor allen Dingen, wenn man jetzt die ganze Zeit die Kälte gewohnt war draußen, ist es schon ein ordentlicher Unterschied. Also sie Apropos Kälte,
besondere Patientin. Sollten wir reinholen? Ja, holt sie bitte herein. Holt sie herein. Vika, kannst du dich um das Brotteig kümmern, bitte? Und das ist übrigens der Goswin. Heute ist auch viel so über die Schulter. Herzlich willkommen in Friesow, Goswin. Ich bin Nornara. Reicht dir die Hand? Ja, ich reiche auch meine Hand und zeige dir dann auch meine Hand. Adeptus Minor der Akademie der Verformung zu loben. Oh, welch hoher Besuch hier in unserem kleinen Städtchen. Ein Magier sehen wir aber nicht häufig. Pass gut auf, Vika. Wenn er dir was erzählt, dann musst du ganz toll aufpassen. Die Magier sind ganz kluge Leute. Ich schaue so zur Seite auf Ikayu. Ich verdrehe die Augen und meine so, naja. Vom Tisch kommt ein Quack. Hey, die wird ja auch immer größer. Oder kommt mir das nur so vor? Wie ist denn der Name eurer Vertrauten? Oh, das ist der kleine Warzerich. Nicht wahr, Warzerich? Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Ja, Warzerich, du passt hier auf Vika auf, dass sie den Teig auch gut weiterrührt und ich kümmere mich mal um was auch immer die Gäste mir mitgebracht haben. Wir haben dir eine Fjarlingerin mitgebracht. Eine was? Eine Fjarlingerin. Oh, das ist ein Magier und ein Fjarlinger an einem Tag. Das ist, puh. Ja, hat mich auch ziemlich überfordert. Habe ich in der mittelländischen Lotterie gewonnen. Goswig hat gesagt, sie kann sich in einen Wolf verwandeln. Auch noch. Und sie kann wohl Ketten zerreißen. Guckt sie so unter dem Motto, so, ja klar. Zuckt mit den Schultern. Vielleicht solltet ihr doch ein bisschen den Schnaps im Tee weglassen. Ne? Ich wollte ja eigentlich etwas Rum hineintun, aber... Nun holt sie rein. Also wir haben die Wunde schon ausgebrannt, aber ja. Ja, sie bereitet quasi gegenüber von der Kochnische ein kleines Separé vor, was man mit so einem Laken irgendwie abtrennen kann, wo irgendwie so eine kleine Pritsche steht, wo man sich irgendwie daraufhin niederlegen kann. Und das Mädchen wird darauf gelegt, immer noch bewusstlos, und sie fängt halt an, das Mädchen zu untersuchen. Ah, sehr stümperhafte Arbeit mit der... Aber immerhin, ihr habt die Wunde irgendwie schon verschlossen. Da wird sich noch... ich hab da irgendwo noch eine Salbe. Und sie läuft so geht die Regale so ab, dass sie stehen ganz viele Tiegelchen, und so nimmt dann irgendwie eins von den Tiegelchen. Wenn ich das mit dem Kraut von hier drüben mische und nimmt dann von oben irgendwas ab. Und fängt dann irgendwie an, so einen Topf irgendwie aus der Küche zu holen und mixt das alles irgendwie ein bisschen zusammen mit so einem Stößel und so. Ich beug mich mal zu Goswin runter. Die hat immer irgendwo ein Tiegelchen mit einer Salbe. Das ist unheimlich. Wieso findet ihr das unheimlich? Es schaut sich so um. Hier steht ja alles voll. Ich würde da nie was finden, aber... Intuition? Ja. Oder Ordnung. Bestimmt eine Ordnung. Wir haben sie nur noch nicht rausgefunden. Ja. Und sie macht sich dann daran, die Verletzte zu versorgen. Und ihr wolltet noch was? Wir wollten noch zu den Bütteln gehen, ne? Mhm. Aber ich denke, das könnten wir auch beim nächsten Mal dann gut bespielen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Stelle, um jetzt irgendwie mit Blick auf die Uhr auch für heute Schluss zu machen. Mit dem ersten Teil von Die Klingen der Nacht. Und beim nächsten Mal, wir haben uns vorgenommen, alle 2 Wochen zu spielen, grob. Ich bin gespannt, ob wir das auch so hinkriegen. Wann das nächste Mal gespielt wird, könnt ihr auch auf dem Nerdpool gucken. Da oben läuft die Adresse die ganze Zeit durch. www.nerdpool-forum.de. Da gibt es auch ganz viele andere tolle Streams von verschiedenen Rollenspielsystemen. Einfach mal reingucken, lohnt sich.
Ansonsten kündige ich dort immer an, wann das nächste Mal ein Stream von mir läuft. Und ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, wann auch immer, ob jetzt live besonders. Das sind immer die tollsten Leute. Ihr seid richtig gut. Danke, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Und wer es nachguckt, auch immer ganz gern gesehen, aber dann hinterlasst doch bitte auch mal einen Kommentar unten drunter, damit ich weiß, dass ihr geguckt habt. Und ja, erzählt's weiter, wenn ihr es toll fandet, und wenn nicht, haltet die Schnauze. Und da möchte jemand mehr Cthulhu. Ja, die Cthulhu-Runde ist leider wegen privaten Gründen, leider wird sie nicht fortgesetzt, aber... Vielleicht lauert Cthulhu in der Bernsteinbucht. Irgendwann, ja, vielleicht wohnt Cthulhu in der Bernsteinbucht. Das könnte passieren, ja. Aber ansonsten habe ich gerade keine nahen Cthulhu-Pläne mehr, leider. Ja. Gut. Ich möchte mich nochmal bei meinen Mitspielern auf jeden Fall auch bedanken. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Und ich bin gespannt, wohin ihr die ganze Sache treibt. Auf die Spitze und noch viel, viel weiter. In den Wahnsinn. In die Bisschen Berge des zur Wahnsinn. Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Keine Rollenspielrunde ohne irgendein Filmzitat. Richtig. Jo. Dann drücke ich jetzt auf den Streaming-Stoppen-Knopf. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.